Traumhafte Unterhaltung bei Wetten, das wünscht Ihnen Früchtetraum von Ehrmann. Das live aus der Maimarkthalle in Mannheim präsentiert Ihnen heute das Ende einer Lichterkette, das Flambieren eines Klohäuschens, Nageln gegen Schwerkraft, Turniertänze ohne Standard, wie man Würfel auf die Spitze treibt und dass die Chemie stimmen muss. Und hier unser Mann für Mannheim, Thomas Gottschalk. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Guten Abend. Guten Abend. Schönen Samstag wünsche ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen, das Mannheimer Publikum. Danke. Also, Sie sehen. Sie sehen, es geht rund. Die Sendung übrigens ist mit über 100 Ausgaben zum ersten Mal in Mannheim. Das freut mich ganz besonders. Mannheim, da habe ich süße Erinnerungen. Da kannte ich mal eine. Ja. Der hat immer gesagt, du musst jetzt gehen, gleich kommt mein Mannheim. Also, aber wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich darf ganz herzlich einige Gäste hier begrüßen. Einfach mal so. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Extra einen guten Pullover angezogen für mich, gell? Ja. Guck mal hier. Damit machen andere Shows. Und bei uns sitzt er im Publikum. Stumpi und Familie. Hast du nichts zu tun gehabt heute Abend? Guten Abend. Servus. Servus. Wolfgang Stumpf. Guck mal. Eigentlich hatte ich das Gefühl, mein Publikum. Ja, was war los? Ich bin wegen meiner Tochter da. Also, die ist wiederum wegen Nick da. Aha. Ah, da sind noch einige, aber du sitzt näher dran. Ja. Aber, Stumpfi, ich werde ein gutes Wort für Sie einlegen. Ich wollte bei Nick und Tag sagen. Schick sehen Sie aus. Ein Bayer hierher verirrt, oder? Ist das? Rheinhesse. Rheinhesse mit dem Janke. Grüß dich. Ja, wie sein? Servus. Hey, you look like... Wie es wieder aussieht? You look like Evgeny Kafelnikov, right? Yes, I am. You are Evgeny Kafelnikov? Yes, I am. Boah! Evgeny und seine hübsche Frau, welcome. Good evening. Enjoy the show. Ja. Sonst noch Prominente? Ah, du bist da. Da bin ich froh. Servus, wie heißt du? Peter Maffay. Peter Maffay. Ja. Siehst mehr aus wie Tabaluga. Hier sind die Saalwetten aus dem Mannheimer Publikum. Sie entscheiden, welche gespielt wird mit Ihrem Beifall. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 20 Mannheimer Frauen auf die Bühne zu bitten, die mit Nachnamen Frauheim heißen. Na, da muss man drauf kommen. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 50 Leute mit weihnachtlichen Nachnamen. Also, Heiland steht hier, Weihnacht, Christkind, Nikolaus, vielleicht geht auch Ochs und Esel, aber 50 auf jeden Fall in die Halle zu bekommen, die dann gemeinsam O Tannenbaum singen, eine weihnachtliche Wette. Die nächste, wetten, dass Sie es nicht schaffen, 22 Chefsekretärinnen, die sich als Miss Moneypenny verkleiden, auf die Bühne zu bringen, welche James Bond küssen. Aha. Würde ich mir zutrauen. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, mindestens 10 Mannheimer Stadtreiniger mit Arbeitsdress auf die Bühne zu bringen, die an das Publikum und an die Gäste Mannheimer Dreck verteilen. Also, gehen wir mal durch. Wer ist für die 20 Mannheimer Frauen, die Frauheim heißen? Ja. Wer ist für die 50 Leute mit weihnachtlichen Nachnamen?
etwas mehr. Wer ist für die 22 Chefsekretärin? Miss Money. Gegenprobe, wer ist für die Mannheimer City-Arbeiter? Gut, dann glaube ich, war die Miss Moneypenny eindeutig. Unsere Wette also 22 Chefsekretärinnen, die sich als Miss Moneypenny verkleiden und die dann James Bond küssen. Also höchstens 22, sagen wir mal. Ja gut, okay. Die Wette, das ist egal, ja, das ist egal. Ist egal. Du, ich glaube, die machen schon Kussproben zu Hause vom Spiegel jetzt. Also. Das wäre gut. Das aber Sie müssen nachweisen, dass Sie Chefsekretärin sind. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie können wir das beweisen? Steht im Ausweis ja nicht drin. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber... Ja. Sie müssen den Schlüssel für Chefbüro dabei haben, sonst sind auf Sie keine Chefsekretärin, Fall. Okay? Auf jeden Fall, ja. Wie heißt du? Thomas Kauselmann. Thomas. Gut, Thomas, wir können dich nicht verlieren mit dem Hemd, deswegen bleib bitte bis zum Ende der Sendung hier sitzen. Und dann werden wir sehen, ob wir die 22 Chefsekretärinnen kriegen. Es erscheint mir machbar zu sein. Ja, der Kuss ist dann, kann frei interpretiert werden, ja? Also, nicht, dass mir der Mann dann nachher bewusstlos rausgetragen wird. Das muss sein, ja. Der Kuss muss sein. Gut. So, also meine Damen, Chefsekretärinnen. Aber wir arbeiten an der Sache. Bitte laufen Sie nicht sofort los, wenn Sie Chefsekretärin sind. Wir würden dann ein bisschen helfen, sonst haben wir zu viele. Und auf jeden Fall schon mal Zähne putzen. So, also, wir haben beim letzten Mal ja auch so eine unsinnige Sache gemacht. Sie erinnern sich, in Leipzig hatten wir Rosa Roth als Film vorgestellt. Und Iris Berben hat gesagt, ich suche einen Kleindarsteller, der sich ins Knie treten lässt. Wir haben einen Herrn gefunden, der hat sich als Finanzbeamter ausgegeben. Inzwischen haben wir festgestellt, der war Professor und Doktor, hat aber trotzdem mitgespielt. Wir zeigen den Ausschnitt, wo unser Leipziger Saalkandidat bei Rosa Roth ins Knie getreten wurde als Kleindarsteller. Hier ist der Beitrag, der bereits gedreht ist, wird natürlich auch im Fernsehen gezeigt. Ja, da haben sie ihm das Knie ein bisschen hier verbunden. Und er muss dann offensichtlich über die Rampe springen. Und dann wird er von einem Bösen ins Knie getreten. Jetzt kommt er an, jetzt sieht man, wo das Herzchen da blinkt. Im Moment, da war noch einer mit der Eisenstange dabei, der war hier nicht verabredet. Und da unten liegt er mit kaputtem Knie. Kniescheibe raus, hier donnert hat. Wetten, dass Sie die wieder reinkriegen? Alles Gute. Ja, also, Wette wurde eingelöst. Und jetzt freue ich mich auf eine Dame, auf die sich jeder freuen würde. Deren Kniescheiben sind ungefähr in 1,40 Meter Höhe. Sie hat die längsten Beine Deutschlands. Viele sagen, sie ist die schönste Deutschlands. Auf jeden Fall gehört sie mit zum Kreis der Spitzenanwärterin auf diesen Titel. Schauen wir ihr jetzt in die Augen. Hier ist Nadja Auermann. Nadja. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Oho. Es ist selten, dass ich auf einer Ebene küsse. Aber ja, eben. Man sagt, du hast... Auch. Ja, hm? Du hast die längsten Beine Deutschlands, mein Lieber. Wo hören die auf? Vielleicht ungefähr auf deiner Höhe, ne? Ich meine, du hast auch nicht schlecht lange Beine, ne? Ja, stimmt, aber dann hört es schon auf, die Ähnlichkeit. Schlank bist du auch. Jeansgröße, also. Glaube ich. Und blond hast du auch. Blond, ja. Und blaue Augen hast du auch, mein Gott. Man kann auch zu was kommen, aber irgendwo ist doch ein Unterschied. Bitte schön, bleib an dem Platz. Jetzt habe ich mich beim letzten Mal über dieses Sofa beschwert. Was passiert? Es ist noch schlimmer. Aber falls die Tierfreunde anrufen, für dieses Sofa musste kein Tier sterben, nur ein Vorhang. Das ist synthetisch hier, oder? Ich kann dafür bürgen, also das ist Baumwolle, würde ich mal meinen. Baumwolle? Luxuriöser, Synthetik ist auch angenehm. Nicht so gut, ne? Baumwolle ist angenehm. Besser. Sehr weich und angenehm, hübsches Muster. Okay. Ja Mensch, darf ich dir so ein bisschen hier so neckig die Haare so? Ah. Wie ist das? Ich meine, das ist für dich nicht das erste Mal. An dir fummeln dauernd fremde Leute rum, Maskenbildnerin, Coiffeure. Gewöhnt man sich dran? Oder putzt du da ab und zu auch noch selber irgendwo die Zähne und gewisse Sachen musst du selbst? Die Zähne putze ich mir schon noch alleine. Nein, sicherlich gewöhnt man sich daran. Ich weiß, das erste Mal, als ich einen Test gemacht habe, ich bin gerade in Paris angekommen und da hat man mir dann die Haare machen müssen und die Schminke und das hat mich sehr gestört. Das war wirklich sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob vielleicht die meisten Leute es mögen, beim Friseur zu sein. Ich habe es auch als Kind schon gehasst. Aber mit der Zeit wird man dann irgendwie ein bisschen zen und dann gewöhnt man sich daran. Und ich finde es auch schön. Ich meine, es ist auch gut, wenn man
professionell hergerichtet wird. Das ist auch schon ein Vorteil. Du bist ja jetzt, was man dir nicht ansieht, nicht nur Model, sondern inzwischen auch Mutter. Da werden viele sagen, ja, entweder bin ich Model oder bin ich Mutter. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ja, zurzeit reise ich sehr viel noch mit ihr und ich trete auch ein bisschen kürzer noch zurzeit, gerade am Anfang. Und dann, ja, ich denke, das geht eigentlich ganz gut. Würdest du dann irgendwann sagen, so, jetzt kommt der Kindergarten, jetzt ist man nicht mehr so flexibel oder Schule? Also die Frage, wenn das irgendwann für dich kommt, Kind oder Karriere, hast du schon mal nachgedacht drüber? Ich meine, das ist in 6 Jahren, wenn sie zur Schule geht, da habe ich noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Und ich bin eigentlich auch immer schon so ein Mensch gewesen, der eigentlich gerne von heute auf morgen gelebt hat und seine Chancen versucht hat zu sehen und auch wahrzunehmen. Und sicherlich die Zukunft, ich finde das eigentlich auch Mutter sein, ist eigentlich auch eine tolle Zukunft. Und solange ich es noch verbinden kann mit meinem Beruf, finde ich es super toll. Denn ich bin auch sehr gerne Model, aber ich finde, Mutter ist auch ein toller Beruf. Bist du sicher, dass die Träger halten? Mein Lieber, das ist ja, ich gucke schon, das ist aber... Da, ist das so doch, stramm bin ich nun doch nicht. Gott sei Dank, aber sie ist zumindest stramm. Da muss ich mit dir drüber reden. Die heutigen Models, da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen und sage, Kinder, esst ihr genug? Du bist aber, glaube ich, ja, das ist... Das waren jetzt die Damen mit der Konfektionsgröße 44. Die haben natürlich, aber es ist wirklich so. Ich meine, du bist Gott sei Dank, sag ich mal, also bei dir merkt man, wenn man hinfasst, ist nicht alles im Eimer. Aber bei manchen, da denkt man wirklich, oje, oje, also wenn da der Wind weht. Ich denke, das ist auch genetisch, muss man auch mal sagen. Also ich meine, ich bin immer schon so dünn gewesen. Ich habe als Kind sehr darunter gelitten. Ich war immer so eine Bodenstange und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und außerdem ist man auch was Außergewöhnliches. Und Kleidung sieht ja. Man an dünnen Frauen häufig auf dem Laufsteg besser aus. Aber ich meine, das mit dem ganz Dünnen, das ist auch eine Modeerscheinung. Ich glaube, Mode ist auch Veränderung und Mode ist halt auch, dass es zeigt, was für unterschiedliche Schönheiten es gibt. Und aber du quälst dich nicht für die Figur? Nee, auf keinen Fall. Und jetzt schon gerade gar nicht mehr. Wenn man ein Kind hat, dann kann man sich auch, hat man auch, glaube ich, gar nicht so eine Lust. Aber es ist eben, wie gesagt, bei mir ist es auch wirklich Veränderung. Und wenn deine Tochter früh kein Müsli essen wird eines Tages, sagt sie, ich möchte Model werden, was sagst du da? Wenn sie Model werden will, dann soll sie machen. Ich meine, ich denke, aber dann muss sie Müsli essen, musst du jetzt sagen. Nee, da muss ich nicht mehr. Kinder! Ich denke, das ist ganz natürlich. Ich hab als Kind immer nur Nutella-Brote gegessen. Ich wollte eigentlich gar nichts anderes essen. Ja, Toastbrot mit Nutella, das war mein Leibgericht. Und dann, weiß ich nicht, Spaghetti und Torten und alles Mögliche. Und jetzt, ich esse auch immer noch ganz gerne Schokolade, weil ich Vegetarier bin und da brauche ich, glaube ich, auch ein bisschen extra Energie. Oder vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, ich weiß es nicht. Ich esse gerne Schokolade. Wir werden dir jetzt einen Herrn zur Seite stellen, den du beruflich gut kennst. Wie ist das, bevor er kommt, damit wir noch ein bisschen über ihn reden können, bevor er mitredet? Man hat ja so als Model irgendwann immer den Entdecker nötig. Man sagt ein bisschen, er hat dich gefördert, es wird Karl Lagerfeld kommen. Ist das für dich eine Figur, die für deine Karriere ganz wichtig war? Oh ja, auf jeden Fall. Also Karl war wirklich der erste große Modedesigner, der mich entdeckt hat. Wir waren auf einem Shooting bei ihm zusammen. Also im Haus bei ihm haben wir ein Shooting gemacht mit Ellen von Unwerth. Und da hat er mich dann entdeckt und hat mich auch wirklich sehr gefördert, muss ich sagen. Es gibt ihn schon eine ganze Reihe von Jahren natürlich. Die Damen der vergangenen Jahrzehnte hat er schon angezogen. Er zieht sie heute noch an. Er selber sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Ich freue mich auf Karl Lagerfeld. Meister, wir sind schon noch besser. Herzlich willkommen, bitte schön. Nein, danke, danke. Ich habe dich ja schon gesehen, aber ich konnte ja noch mal kurz mit dem bitte schön. So. Darf ich in die Mitte? Ach, Sie dürfen doch, natürlich. Ja, genau. Dann jeder an seinen Platz. Darf ich noch ein bisschen hier zupfen? Eigentlich gehöre ich da drüben hin, aber in dem Fall bleibe ich mal hier. So, sie hat gerade... Sie hat auch vergessen zu sagen, dass ich der Patenonkel von ihrer Tochter bin. Ja? Ja, wir haben auch eine sehr gute persönliche Beziehung. Hat er ein Parfüm geschenkt zur Taufe? Das ist noch nicht, da ist noch ein bisschen ist noch nicht getauft. Achso, Patenonkel. Moment, muss man da nicht erst getauft werden, um Patenonkel zu haben? Das ist eine platonische. Eine religiöse Geschichte. Achso, das ist einfach so Betreuer. Ja, also, ja, sicherlich. Ein Wunschpate. Ja, ein Wunschpate. Genau, weil ich, genau. So, ich bin nicht getauft und deswegen. Aber man muss. Wird es aber Zeit? Bist du schon so groß? Ja. Wenn man so viele, in Anführungszeichen, Mädchen so ein bisschen über die Jahre betreut, entstehen da, was mich jetzt wirklich wundert, auch private Beziehungen oder ist das bei euch immer Job und dann wird wieder eine neue Kollektion? Ja, ich hoffe nicht, denn ich meine, die Zeitungen machen da oft Geschichten draus, die mit der Realität nichts zu tun haben. Normalerweise ist das ganz anders. Die Mädchen arbeiten mit anderen Leuten, ich muss mit anderen Mädchen auch arbeiten, aber die privaten Beziehungen mit
den Leuten, die man gerne macht, die haben mit der Karriere nichts zu tun. Ich hoffe, dass, wenn ich ein uralter Greis bin, mal Nadja noch sehe. Hm? Ich denke auch, das ist unabhängig das von der Karriere. Mit zu tun. Nicht mit allen. Ne? Mhm. Und ich meine, wir sind ja auch Landsleute, wir müssen doch irgendwie zusammenhalten, wenn wir auch nicht in Deutschland leben. Ne? Das ist interessant. Ich meine, ihr seid so international. Hat man immer noch das Gefühl, ich bin Deutscher, egal wo man ist auf der Welt? Siehst du dich als deutschen Modeschöpfer oder als international? Nein, ich sehe mich als europäischer Modeschöpfer. Ich fühle mich Deutscher im Ausland. Und irgendwie Ausländer in Deutschland, ganz eigentümlich, kann ich schlecht definieren. Aber ich glaube, hier bin ich ein Fremder, ich bin zu früh gegangen. Und drüben bin ich nicht fremd, aber auch nicht integriert, will ich auch nicht sein. Aber ich bin gerne überall fremd. Mhm. Na nun gut, mit Sonnenbrille und Pferdeschwanz sagen die anderen Herren natürlich auch, na ja, der ist ganz anders als ich. Ja, das ist Zufall. Das, ich meine, jeder kann sich ja seine eigene, seinen eigenen Look aufbauen. Ne? Ich das ist arbeite alles auch dran. Ja, ja, dann haben sie auch geschafft. Ne? Ja. Das, aber ich finde, sie sind sehr klassisch geworden. Doch, ich bin jetzt langsam in dem Alter, aber das ist einfach, irgendwann kommt's. Aber noch bin ich nicht ganz schwarz. Nein, das ist ja, aber ich komme so langsam über die Schokofarbe. Ich habe ja auch ein paar Jahre mehr, wie Sie, ein paar Jahre mehr Flugzeit. Ne? Aber ich meine, es ist ja in eurem Beruf auch so, dass man wenig Durchschnittsleute trifft. Hast du mehr so, also die Designer, die Fotografen, das sind ja nur alles nicht Leute, die um 9 ins Büro gehen, um 5 nach Hause gehen. Hat man immer die Nase voll, ich möchte mal richtig normal kennenlernen? Ich finde, das ist gerade toll, auch in unserem Beruf, dass man so viele Kreative und Verrückte oder eben Menschen mit einer Identität auch trifft. Und, aber Menschen auch in der Straße, Taxifahrer oder sonst was, die sind teilweise viel verrückter als die Leute, die bei uns im Geschäft rumlaufen. Und der Vater deines Kindes, der ist ja im Computergeschäft und relativ realitätsnah. Sehr relativ. Ja. Es wurde ja gerätselt. Einige Zeitungen hat gleich so eine Liste gegeben. Die einen haben geschrieben, es war auch Harald Schmidt und Karl Lagerfeld mit als möglicher Vater im Gespräch. Also Sie können jetzt selber dementieren. Ich kann das dementieren. Gucken Sie das Kind mal an, das sieht aus wie der Vater und die Mutter zusammen. Ne? Ach so. Das Kind dementiert von alleine. Ist es ein hübsches, ja? Ja, doch. Dann kann es auch Harald Schmidt nicht gewesen sein. Also, dann haben wir das geklärt. Sie sind ja, wir zeigen mal ganz kurz, der Mann ist ja umgeben von schönen Frauen immer. Guck mal, man sieht das hier. Richtig herdenweise werden sie ihm entgegengetrieben. Da, guck mal, hier sind sie alle. Suchbild, wer findet Nadja? Noch ist sie nicht da. Jetzt kommt der Meister. Da, da ist sie, da ist sie. Links im Bild, klatschend. Ja, da strahlt er. Ist das an Tagen, wo solche Kollektionen vorgestellt werden? Wirklich Stress, kommt es an, spürt man aus dem Publikum, das hat gesessen? Das weiß man nicht, aber ich hasse das Wort Stress alleine schon. Im Moment, wo eine Kollektion vorbei ist, ist vorbei, da kommt die nächste dran. Und in unserem Beruf ist das so, das ist so für Modeschauen, das ist für Fotos so. Das Interessante ist, eine Sache zu machen. Wenn es gemacht ist, ist vorbei. Mhm. Wir sehen uns den ganzen Abend, worauf ich mich freue. Jetzt kommt die Wette für euch. Und die wird euch gefallen, weil da hat auch einer eine verrückte Idee gehabt. Ich darf das mal kurz demonstrieren. Dieser Mensch behauptet nämlich, er bläst Kerzen mit der Nase aus. Wir haben hier mal so ein kleines Beispiel. Also hier wäre ein Adventskranz. Vorsichtig, dass wir uns hier nicht angucken. Also der macht das so und dann... Oh. Hat den Kranz. Guck mal. Nicht schlecht. Ja, aber jetzt machen wir das mal mit beiden Nasen auf. Ja, Moment. Gut. Es war auch, glaube ich, bei mir nicht nur Luft hier. Da ging... Oh, geht wieder an. Das war hier. Ich glaub, vielleicht können Sie mit dem Fächer mal eingreifen. Ich bin mit der Nase nicht so begabt. Jawohl, wedele. Oh. Gut, bitteschön. Da tut sich nichts mehr. Oh! So, also, mit 4 Kerzen kann man hier seinen Spaß haben. Die fangen ja immer wieder an, diese grauenhaften Kerzen. Ja, das sind. Das ist, um Kinder verrückt zu machen. Trickherzen. Aber der Mann arbeitet ohne jeden Trick. Hier ist die Wette. Karl-Heinz Luttmann aus Tannhausen wettet, dass er 1000 Teelichter in 100 Sekunden ausbläst, und zwar mit einem Nasenloch. Ich stelle euch den Herrn mal vor und ihr könnt euch dann eure Meinung bilden. 1000 Lichter, die ihr hier seht, diese Lichterkette macht er so im Durchgehen mit einem Nasenloch aus. Ich zeige euch den Herrn. Hier ist Karl-Heinz Luttmann. Karl-Heinz, grüß dich. Ja.
Karl-Heinz, da muss man erst mal fragen, wo kann man sowas proben? Gehst du an aller Seen durch die Friedhöfe und ärgerst die alten Damen? Oder wo hast du 1000 Lichter her? Da guten Sponsor gehabt. Aha. Und da hast du gesagt, der stellt mir jeden Tag 1000 Kerzen hin und ich habe trainiert. Wie lange hast du trainiert? 2-3 Monate. Mhm. Und hast du eine besonders begabte Nase oder wie hast du das gemerkt, dass du da mehr Druck drauf hast als andere? Ja, meine Nase ist ein bisschen krumm. Die ist meine da, auch, aber... Da kommt 70% hier raus, 30% hier. Und habe ich gedacht, da kommt ordentlich Power raus. Da muss was zu machen sein. Da kann man, jawohl. Aber ich gehe mal davon aus, dass du auch was Vernünftiges gelernt hast. Was machst du im wirklichen Leben, wenn du keine Kerzen ausbläst? Ich bin kurz vor dem Abschluss meines Studiums als Bauingenieur. Mhm. Und habe noch keinen Arbeitgeber. Vielleicht ist jemand hier oder... Ein Kerzenhersteller, der einen Tester sucht oder sowas? Nee, also eine Baugesellschaft oder sowas täte es auch. Gut, dann natürlich musst du natürlich bei der Wette beweisen, dass du in der Lage bist... Dass ich tüchtig bin. Richtig, tüchtig. Also tüchtig pusten, so. Natürlich werden manche sagen, naja, er hält sich die Nase zu und bläst heimlich mit dem Mund. Das können wir verhindern. Der Mund wird verklebt. Oh, das wäre für mich die schlimmste denkbare Strafe. So, einmal. So. Das sieht gemein aus. Wir wollten das erst mit so einer Sprühmasse machen, wo man die Fenster einbaut. Aber das wäre dann vielleicht etwas zu fest gewesen. So. Also, ich bringe dich in Position Nummer 1. Du guckst dir schon mal an, wie viele Kerzen das sind. Nadja und Karl, was sagt ihr? Schafft ihr es oder schafft ihr es nicht? Könnt ihr euch auf eine Antwort einigen? Ja, ich meine, ich hoffe, wir es schaffen, aber ich bin doch ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin eher Optimist. Das ist meine Natur auch, aber ich finde das ein bisschen unmenschlich beinahe mit dem verklebten Mund. Na gut, dann schauen wir, dass er schnell fertig wird. Ja, sicherlich. Ich meine, ich kenne seine Luftreserve im Brustkorb nicht, kann ich nicht beurteilen. Wie lange hat er Zeit? Er hat nicht viel Zeit, 100 Sekunden. 100 Sekunden. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen, das kann man nicht beurteilen. Aber ich meine, ich hoffe es für ihn, aber ich zweifle. Gut, also er sagt nein, du sagst ja. Ja. Na, schauen wir mal. Gut, also. Hier haben wir einiges, was ja möglich ist. Ich komme gleich mit den Wettangeboten auf euch zu. Das heißt, wir haben hier einen Künstler. Wir haben nachher Prominente in der Sendung. Du kannst auch richtig gut malen. Das müssen ja... Ich kann ganz gut malen. Ich fotografiere lieber, ich kann aber auch ganz gut malen. Dann malst du nachher zwei Prominente, die wir noch näher bezeichnen. Ja. Oder Nadja wäre das zum Beispiel. Oder Nadja oder Elton, das ist mir egal. Ja, gut, alle beide. Ja, wenn ihr wollt. Mal. Elton John und Nadja Hormann, ein Porträt nachher von... Hast du noch Luft? Okay, konzentrier dich. Nadja, bei dir eines möchte ich mal sehen. Wir haben nachher einen hervorragenden Tänzer mit Frack im Saale. Am Ende tanzt du uns was. Okay. Wenn du deine Wette verlierst, wird getanzt. Okay. Du hast gesagt... So. Karl hat gesagt nein, Nadja hat gesagt ja. Und ich pass auf, dass die Kerzen, wenn eine Kerze brennt, rufe ich dich zurück und du darfst nochmal zuschlagen. Nase frei. Alles klar. 100 Sekunden, 1000 Teelichter mit der Nase. Top, die Wette gilt. Noch 80 Sekunden. Bis jetzt. Noch 50 Sekunden. Thank you.
Oh. Oh. Geht auf die Pumpe, ne? Es geht auf die Pumpe. Ja, mein Lieber. Aber Nadja stand zur Notbeatmung bereit. Ah. Ja. Nadja, du hast an ihn geglaubt. Du hast eine Wette gewonnen. Dankeschön. Karl hat gezweifelt, muss malen. Gut. Tue ich ganz gerne. Ah. Aber ich hatte gedacht, ihr würdet das machen, ohne zu atmen. Ach, bravo. So. Wette eindeutig gewonnen. Und zwar ganz entspannt mit 10 Sekunden. Aber viel Kerstin hätte nicht mehr dastehen dürfen, oder? Nee, also ein paar hundert mehr und ich wäre ins Schwitzen gekommen. Wäre ins Schwitzen gekommen. Also gut. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Gehen wir davon aus, am Ende der Sendung haben wir auch einen zukünftigen Arbeitgeber für dich. Danke. Und entspannen uns jetzt gemeinsam mit einem Künstler. Ich bin jedes Mal froh, wenn er da ist, weil er sehr selten im Fernsehen auftritt. Elton John, Recover Your Soul. But if
What a pleasure. Good to see you. Ja. Bitte schön. I couldn't do it quicker. Ach, guck mal, er ist schon, oh, er ist schon so. Klasse. Just move a little bit. Here. I think you wanted to see her, her Nadja. Ah, guck mal. I couldn't do it quicker. I'm sorry. Okay. Whatever, ihr. So. Ja. Ihr seht euch heute nicht zum ersten Mal, Nadja und Elton, gell? No, I had the photographic session with Nadja. Wir haben mal zusammen Aufnahmen gemacht, damals mit Richard Adams. Wir haben uns schon oft getroffen. Ich bin ein glücklicher Mann. Er trifft die Großen der Welt. Er hat übrigens gerade einen Rekord gebrochen. Bisher war die erfolgreichste Single der Welt White Christmas. Jetzt ist es Candle in the Wind. Also Elton John wird ins Guinness-Buch der Rekorde einziehen. Und ich möchte mich auch bei den Menschen hier in Deutschland bedanken. Sie haben 2 Millionen Exemplare gekauft. Vielen Dank. Und er hat insgesamt, er hat es schon abgeliefert, 60 Millionen, glaube ich, für gute Zwecke sind reingekommen im Gedenken an Diana. 60 Millionen englische Pfund, unglaublich viel. Also, da kann man ihm nur gratulieren. Thank you very much. Thank you. Du machst Menschen wie mir jenseits der 40 eine Riesenfreude. Du machst gemeinsam mit Billy Joel eine Tournee im nächsten Jahr. Ja, das ist richtig. Wir sind nächstes Jahr in Deutschland, nächsten Sommer. Wir beide zusammen mit 2 Pianos nebeneinander. Das macht Spaß. Nicht, dass ihr zusammenstoßt. Sometimes. Das machen wir manchmal, das kann passieren. Aber das ist ja interessant, ich meine, ihr seid ja 2 Egos und ein Riesenstar europaweit, weltweit. Billy Joel ist riesig in Amerika, noch viel mehr als hier. Gibt es da vorher so Überlegungen, wer kann mehr Einzeltitel singen? Kämpft ihr da so um eure Rollen oder ist das Friends? Nein, wir sind sehr gute Freunde, wirklich gute Freunde. Wir haben auch unterschiedliche Lieder, unterschiedliche Songs. Wir haben das ja auch schon in Amerika gemacht zusammen. Es hat Spaß gemacht und naja, jetzt sind wir hier. Er hat einige fantastische Lieder gemacht und auch zusammen haben wir schon gemacht. Wie gesagt, es war toll und jetzt machen wir es hier. Es gibt in England einen Orden, den ich toll finde, den es bei uns leider nicht gibt. Also ich komme dafür nicht in Frage. Er steht kurz davor. Ich habe gehört, du stehst kurz vor dem Ritterschlag. Also man wird dann Sir Elton John. Ist das... In Deutschland kann man schon erzählen. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Die Presse sagt ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Die sagen ja immer, glaub das nicht, was in der Presse liest. Aber wir wissen, dass es stimmt. Du weißt es? Ich weiß es nicht. Alles, was über mich steht, ist gelogen, was über dich steht, ist alles wahr. Es ist ganz einfach in unserem Geschäft, man glaubt es immer nicht. So, also, das wäre auch mal hier Lady Nadja oder so. Lady Baron Carl. Ich glaube, du hast einen Elton John King wirklich Bundesverdienstkreuz, oder? Ey, du hast die Brille ab. Das ist ja wie Udo Lindenberg ohne Hut. Ich kann ja, genau. Ich kann mit Brille nicht bezeichnen. Ach so. Brauchen die neue Brille. Genau, ich sag ja, I don't need Brille. I love Brille, but I don't need Brille. Er hat vorher, können wir doch mal Brillen tauschen vielleicht? Das wäre doch mal. Oh. Nein, bin ich immer blöd. Aber er hat bei mir vorher schon gemerkt, dass ich modisch ruhiger werde. Du bist auch aus den Klamotten, aus den bunten raus, gell? Es kommt der Tag, wo man sagt, je dunkler, desto besser. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist nur ein Zufall, heute Abend trage ich schwarz. Aber ich trage auch noch immer noch farbige, bunte Kleidung. Aber hier natürlich ein Tribut an Karl. Er trägt immer schwarz. Ja, ich habe ihn erst vor kurzem aufgenommen. Er hat wunderbare Kleider getragen in sehr vielen Farben. War toll. Nach wie vor bunt. Wir sitzen hier neben den Schiffen von Deutschlands und reden mit Karl. Das ist natürlich Nein. Er hat wunderschöne Lieder, aber ihr jungen Leute, diese ganzen wunderschönen langsamen Sachen da. Bist du auf diesem ganzen Techno-Scheiß oder hörst du zwischendurch mal ein vernünftiges Lied wie seine? Ich mag eigentlich sehr viele Musik, also sehr unterschiedliche Musik auch. Und ich mag Techno, aber ich mag auch sehr, sehr gerne Eltons Musik, auf jeden Fall. Auch seine alten Sachen schon bereits. Ne? Also das ist... Ja. Okay. I like techno. Ich mag auch techno. Natürlich. Komm, also. That's what I play when I get up in the morning. Das spiele ich ja jeden Morgen beim Aufstehen.
Techno John. Yeah. Also, Tournee kommt schon, er haut schon wieder ab hier. Ja. Schönen Dank, aber er war eigentlich, er war ja wirklich als kurzer Gast, eigentlich wollte er nur singen, dann hat er gehört, Nadja ist hier, und dann hat er gesagt, okay, ich setze mich aufs Tigersofa. Oh, thank you. Okay. Oh, nice to hear. Dankeschön, herzlichen Dank. Elton John, what a pleasure. Und, you want to stay with us? Dankeschön. Danke. Tschüss. Dann schaut mal hier mit dir. Danke. Herzlichen Dank von Mannheim. Bye bye, Yellow Brick Road. So. Sein zweiter Name, was viele nicht wissen, ist übrigens Elton Hercules John. Das ist bestätigt. Was einige eher wissen, dass dieser Mann mit dem zweiten Namen Baptist heißt. Johannes Baptist Kerner. Johannes. Grüß dich. Bitte schön. Nadja. Johannes B. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Bitte schön. Nein, setz dich in die Mitte. Ja, ich klemme mich ein bisschen neben die Besucherritze. Ne? Ja, na, guck mal, die Chance hat man nicht jeden Tag. Aber siehst gut aus mit dem schwarzen Anzug auf dem Tiger-Hintergrund. Ja, heute sind alle in Schwarz, ne? Ja. Es sind immer öfter alle in Schwarz. Ja, Schwarz ist auch mal sehr klein, muss man schon genau. Zugeben. Ich versuche immer was Buntes anzuziehen, aber irgendwie endlich immer wieder mit dem schwarzen Kleid. Ist auch praktisch, man sieht keine Schuppen und so. Also das Und ich habe weiße Beine, also wenn ihr den Kontrast haben wollt. Ja? Fang mich gleich an, dich auszuziehen. Wir müssen uns noch steigern. Johannes B. B ist Baptist, ne? Korrekt. Oder Bundesliga, je nach Einsatzort. Eben. Mhm. Da kommen wir gleich dazu. Wie ist es? Die Mädels sehen dich gerne wahrscheinlich als Moderator von Shows und die Herren sagen, ich habe ihn am liebsten beim Fußball. Teilt sich dein Publikum ein bisschen? Ja, also wenn sie sich vereinen in der Zuneigung zum Moderator, dann wäre es mir ja recht. Aber insgesamt ist es, glaube ich, so, dass es unwahrscheinlich viele Frauen gibt, die Fußball-Bundesliga gucken. Weil sie müssen? Nein, weil sie wollen. Ja? Weil sie wollen. Ach so. Das scheint zu stimmen. Ich muss zugeben, dass ich jetzt auch Bundesliga interessant finde. Ich fange an, mich für Fußball zu interessieren. Was ist deine Mannschaft? Ist unglaublich. Ich habe eigentlich keine Mannschaft. Ich freu mich immer für die nicht so ganz berühmt sind und die so jetzt gerade am Aufstiegen sind. Ne? Mhm. Ich finde ganz toll jetzt hier Karlsruher SC. Karlsruher SC, ja, sehr stark. Ja, heute 0-0. 0-0. Ja, weil wir gerade, pass auf. Er wird ja jetzt, wie gesagt, ZDF-Kollege. Da gibt es ja so Prüfungen. Fisch ist mein Wasser, aber trink nein, mich. Nein. Das fangen wir gar nicht erst an. Mir ist lieber, du nimmst mein Wasser als mein Stuhl. Komm. Nein. Es gibt so eine Einsatzprüfung für junge Sportmoderatoren beim ZDF. Mhm. Die müssen prominente Sportler im Publikum erkennen. Wir haben heute zwei Trainer im Publikum versteckt. Bitte finde sie heraus. Ich hätte jetzt Kafelnikow sonst gesagt, den habe ich oben gesehen, aber den hast du ja schon erkannt. Den habe ich schon, das ist meiner, pass mal auf. Guck mal hier, nicht helfen. Da vorne sitzt einer, wenn er längere Haare hätte, würde er aussehen wie Winnie Schäfer. Ja, ach, siehste, das ist Winnie Schäfer, richtig. Ja. Ich kann hier. Ja, das ist er. Ja, Mensch. Winnie. Ich habe ihn nämlich schon gesehen, wie ich reingekommen bin. Ich dachte, das ist der Schlagzeuger von Smokey. Das ist. Aber ich kann dir natürlich noch was sagen. Er hat Bundesliga gespielt in Offenbach, in Gladbach und in Karlsruhe. Insgesamt 403 Bundesligaspiele. Und ist seit, ich glaube, im 12. Jahr Trainer beim KSC. Bei deiner Mannschaft. Oh. Ja, 0-0. So, wir haben noch. Heute 0-0. Nicht immer 0-0. Wir haben noch einen, glaube ich. Guck mal, da werden die Mannheimer sich freuen. Kleinen Tipp kriegst du. Ja, weiter, rechts daneben ist übrigens Alyssa, nur damit du es wisst, ist die Tochter von Winnie Schäfer. Kamera weiter nach rechts. Ich könnte dir sogar noch sagen, wer dahinter sitzt, aber das machen wir nächstes Mal. Ja, eben, man sieht, warte mal. Doch sieht man ihn nicht. Ich habe ihn nämlich vorher schon gesehen. Da sehe ich, der war in China. Ja, Klaus Schlappner. Yes. Natürlich. Lappi. Ja. Lappi. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ja, aber in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist er. Da. So. Prüfung bestanden. Bald auf Mannheim. Das braucht man für Sportstudio. Prüfung bestanden. Morgen hast du eine weitere große Herausforderung, die Sendung Menschen. Ja. Läuft im ZDF? Korrekt, um 21.30 Uhr. Das ist so ein, na kann man schon sagen, großer ZDF-Unterhaltungsabend. Vor allem 20.15 Uhr Tommy Orner mit Kinder dieser Welt. Mhm. Eine mit Sicherheit sehr sehenswerte Sendung und anschließend halt der, wie wir sagen, unterhaltsame Jahresrückblick. 21.30 Uhr, wie lange wird, das wissen wir noch nicht genau. Aber auf jeden Fall so kompakt,
dass sich das anschauen lohnt. Weil ich gerade hingucke, eigentlich solltest du Urner heißen und der andere Kerner. Guck mal hier. Ja, ja. Aber das ist noch schlimmer. Ja. Deshalb fühlt sich so rum. Ja. Ja, ja. Guck mal. Und ja? Soll ich sie anlegen lassen? Da, was waren für dich? Aber bloß nicht. Nein. Das lernst du beim ZDF selber. Ja. Also Ohren anlegen. Weil der Gegenwind so stark ist. Ja. Wer waren für dich die Menschen des Jahres? Ja, gibt eine ganze Reihe von Menschen. Erstmal natürlich so im privat-persönlichen Bereich, aber dann, wenn man so das Ganze nimmt, zum Beispiel Jan Ullrich, weil der einfach was abgeliefert hat, wovon niemand geglaubt hat, dass das möglich ist. Das war einfach wirklich richtig toll, was der zustande gebracht hat. Hast du den morgen? Nein, der ist schon im Trainingslager. Ah. Wir haben gesagt, wir hätten natürlich darauf drängen können und hätten sagen können, wir müssen den unbedingt haben. Ich glaube sogar, er hätte es gemacht, aber wir wollen natürlich nicht riskieren, dass der wegen des Besuchs in unserer Sendung das Trainingslager unterbricht. Nee. Und dann sagt der nächste Mal, ist er nur Zweiter. Kerner schuld. Nee, das wollten wir nicht. Also morgen Kerner gucken. Und das ist Nadja hier, guck mal, vom Meister gemalt. Weltklasse. Andere, Moment. Deutschland längst. Guck mal hier. Ja. Er hat noch ein paar Überraschungen. Er hat uns noch nicht gefragt, guck mal hinter das Kissen da. Wir haben das versteckt, weil es nicht unbedingt jugendfrei ist hier. Ah, ja. Das hat er nämlich gerade gemacht. Der hat berühmte Menschen nackt fotografiert. Ja. Mich hat er nicht gefragt. Hat er dich gefragt? Nein, aber deshalb gucken wir uns jetzt zusammen die Fotos an, oder? Ist auch keine deutsche Zeitschrift. Keine, also das ist eine Zeitschrift, eine amerikanische Avantgarde-Zeitschrift, in der keine Werbung gibt und die jede Nummer hat ein besonderes Thema. Kann man gar nicht kaufen, aber gucken kann man mal. Kaisers neue Kleider, das heißt Nacke da ist. Kaisers neue Kleider, das ist die Dame. Amber wie heißt Valletta. Der? Amber Valletta ist nicht so bekannt bei uns. Warte mal, pass mal auf. Doch, die habe ich Kirsten McManamy, warte mal. Rupert Everett, wollen wir gar nicht zeigen. Nackte Männer, das können. Demi Moore. Ist aber Kunst, bitte, dass mir keiner pfeift. Nein. Ja. So. Ja, lass mich mal. Demi Moore, Moment. Linda Evangelista. Nein. Oh. Wie hast du die so erwischt, sag mal? Ja, ich kenne die Leute ja gut und wenn ich sage, zieh dich mal aus, dann ziehen die dich aus. Ne? Ehrlich? Super! Ja, also. Ja, er hat es geschafft. Ja. Lisa Marie, wer denn? Genau. Das ist die Lisa Marie von dem Max, greift an. Ja. Das ist deren Busen. Das ist eine spanische Tänzerin. Das ist Mini Driver, die Hollywood-Schauspielerin, die muss wahrscheinlich kennen. Es gibt aber auch die Nachmittagsversion. Also gut, auch mal für die Mädels hier. Das ist Wladimir übrigens. Okay, gut. Also. Gibt es auch eine deutsche Ausgabe? Nein, der Herr Kerner hat schöne weiße Beine. Da gibt es 5000 Exemplare und die sind alle verkauft schon. Gut, aber wir können ja in Deutschland mal anfangen. Ich kann schon mal casten. Der Lagerfeld hat gesagt, du sollst dich ausziehen. Das reicht mir jetzt. Jetzt habe ich genug unbekleidete Leute gesehen. Jetzt gehen wir mal wieder zur Mode zurück. So, wir sollen alle halbe Stunde mal eine Wette machen, hat man mir gesagt. Also. Ich pack das zusammen. Ich mach das ganz gut. Wir kommen zur Abteilung Klohäuschen. Pass auf. Also, es geht los. Ich stelle dir einen Mann aus Lüchow-Dannenberg vor, der wettet, dass er eine brennende Hütte, nicht Hüfte und nicht Hüte, brennende Hütte in 3 Minuten löscht. Er benutzt dabei lediglich 5 Liter Wasser und außer seinem Mund keine weiteren Hilfsmittel. Auf Deutsch, der spuckt die Hütte aus. Ich müsste den Typ sehen und die Hütte. Wir zeigen dir den Typen und die Hütte. Ja. Er ist der Typ, hier ist Nico. Eine besonders zu Weihnachten sehr lehrreiche Wette. Es werden wieder Christbäume Feuer fangen, es werden wieder Krippen anfangen zu glühen. Und da kann man mit ein bisschen Mineralwasser sehr viel ausrichten. Aber es ist nicht das Wasser, hast du mir erklärt. Nee, das Wasser kann man, also mit 5 Liter, aber kann man die Hütte nicht löschen normalerweise. Nicht mal mit 1000. Der Druck, was sie Hütte weglöscht. Mhm. Also Druck und muss der Feuer ersticken. Mhm. Kann man sagen. Ist ein stilles Wasser geeigneter oder Mineralwasser? Lieber einfach stilles Wasser. Stille Nacht, stilles Wasser. Richtig, geht das auch. Nico, was machst du, wenn der keine Hütten löscht? Was hast du für einen Job? Ich bin ehemaliger Berufsfeuerwehrmann. Mhm. Hast dich verändert? Richtig. Ja. Ich bin Dolmetscher zurzeit und ich habe ein Bistro hier in Lichow. Und ich war bei Freiwilligen Feuerwehr in Uelzen, Niedersachsen. Ja, und da kam auf die Idee und dann. Genau. Ewig mit den Schlauchwagen rumfahren, der Spucke. Ja, richtig. Habe mit Feuer öfter zu tun, ja. Gut.
Gut. Nico. Wir gucken jetzt mal draußen, wie die Hütte aussieht. Das ist ein ziemliches Ding. Natürlich haben wir die Feuerwehr von Mannheim zur Sicherheit bereit. Ja. Wenn dieses Ding brennt, guckt das ganz schön. Das ist also keine Hundehütte. Das ist eine ziemlich große Geschichte. Und die wirst du jetzt löschen. Ja. Ja? Wir werden sie gleich brennen sehen. Nico, du bist nett und gehst raus. Ja. Konzentrierst dich. Es sind, um es konkret zu sagen, Nico. Johannes. 3 Minuten hat er Zeit, die Hütte brennt lichterloh und er hat 5 Liter Mineralwasser zur Verfügung. Das ist nicht viel. Nein, ich habe auch großes Verständnis für seine Wette, aber mein Vertrauen in die Berufsfeuerwehr von Mannheim und möglicherweise Umgebung ist noch größer als das in Nico. Also ich schätze ihn sehr als Typ, aber ich glaube, er schafft es nicht. Du sagst, er schafft es nicht. Ich sage dir, was wir dir als Wetteinsatz aufdrücken, wenn du dich vertippst. Du hast mal leichtfertig gesagt, Wetten, das könnte ich mir auch vorstellen als Sendung für mich. Das hat mich sehr glücklich gemacht und wir testen dich heute mal, aber nachdem du ja vom Sport herkommst, ich meine, so Ansagen ja, kann das habe ich mir gedacht. Du darfst die nächste Ansage machen wir mal anders. Was kannst du im sportlichen Bereich? Kannst du nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Na komm. Nein, naja. Rektonen, Riesenfelge, Felgaufschwung. Also ich sage ja, weil ich weiß, dass ihr keinen Reck hier habt, dann würde ich ja sagen, aber ist es nicht mit dem Handstand getan? Kannst du Handstand? Also kurz und wenn du mich festhältst. Einen kurzen, okay, wir machen eine lange Ansage während eines kurzen Handstandes. Und du hältst mich fest? Werden wir nochmal sehen. Ja. Vielleicht. Ja, gut. Unvorsichtig, ne? Wir machen. Wir teilen uns die Arbeit. Du machst einen Handstand, ich halte Frau Auermann fest. Okay. Gut. So. Vor der Tür, das ist also alles hier auf dem Parkplatz. Insofern, wer sie brennt noch nicht, ist der Oberbrandinspektor Rudolf BH wird jetzt dieses Hütchen in Brand setzen. Hier sehen wir bereits die fünf Wasserflaschen und ich sage jetzt erstmal Feuer frei. Also bitte jetzt anzünden, Herr Oberbrandinspektor. Und wenn das dann richtig brennt, gebe ich das Kommando zum Löschen. So. Oh, mein lieber Mann, also das funkelt richtig schön. Das darf der nur ausspucken. 5 Liter oder mehr? 5 Liter. Dann, es brennt. So. Und ich sage... Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich sage, top, die Wette gilt. So. Oh. Moment, warte mal die Zeit. Das ist so heiß. Halt mal die Zeit an. So, okay, also jetzt geht's los. So. Jetzt spuckt er. Wir machen 15 Sekunden Zugabe. Das ist ja. Ja? Nein. Alles wird Mond. Mit Mond. Alles wird Mond. Alles mit Mund. Oh, hat leider noch ganz viel Zeit. Wasser fassen. Es darf kein offenes Feuer mehr sein. Jetzt bringt er das Innere rein. Oh. Ja. So. Hey, der schafft es. Naja, da unten noch eine. 1,40 hat er noch. Schafft er noch. Oh, da kann der noch hin. Oh, da hinten. Nein. Noch einmal rum. Ja. Wer das hatte? Eine Flasche, ja. Der hat noch was zum Trinken übrig. Nee. Vielleicht sollte man ihm sagen, dass bereits gelöscht ist. Also, na ja, der ist. Ja, guck mal. Also. Ich wollte ihm noch was zugeben. Er hat es. Es raucht noch, aber es brennt nicht mehr. Kürzer als nötig. Er hat es geschafft.
Eindeutig. Nico, Wette gewonnen. Ja, bravo. Es raucht noch, aber es brennt nicht mehr. Ja, Feuer ist aus. Herr Oberbrandinspektor, der Daumen geht nach oben. Wette gewonnen. So. Dankeschön, da treffen sich die alten Zündlerfreunde. Ja, ich hätte es auch nicht mehr geglaubt. Ich wollte noch 15 Sekunden zugeben. Ja, habe ich schon gemerkt, aber, am Anfang. Hä? Der hat das Feuer gnadenlos erstickt bzw. erspuckt. Okay. Der Handstand ist fällig. Hier, warte mal, die Ansage fürs. Wir haben sie extra aufgeschrieben, die Ansage für den nächsten Showteil. Aber die haben wir irgendwo abgeheftet. Hä? Grün, hier. Wunderbar. Ist sie. Jawohl. So, jetzt kommt der Handstand. Du musst mich festhalten, oder Nadja? Ich kann. Nein, die Nadja guckt dir nur ins Hosenbein oben. Das kann ich nicht zulassen. Darf ich Sakko anlassen? Bitte lass an. In welche Richtung muss ich es machen? Du musst es mir dann da vorlegen. Okay, also soll ich es dir so hinlegen? Ansage des nächsten. Warte mal, wenn ich so mache, dann ist hier. Ach so. Ja? Gut, okay, wie du möchtest. Nee, Moment, ich gucke doch so, das muss so. Ach so. Aber mach doch mal in die Kamera, das ist beim Fernsehen das Erste, was man lernt. Fernsehen? So. Ach, das wird übertragen? Dann komm, also jetzt, pass auf. Nein, du musst mich festhalten, ja? Andersrum. So rum. Ach so eben. Ja, aber dann kann ich es ja nicht mehr sehen, Kinder. Jetzt aber. Okay. Okay. Festhalten weiter. Also, vor einer Woche gab es die Deutschlandpremiere von Disneys Die Schöne und das Biest. Eine umjubelte Premiere. Und extra für diese Wetten-Das-Sendung haben Uwe Kröger und das Original-Stella-Team, oh Gott, weiter, weiter. Ein Medley zusammengestellt. Aus den schönsten Melodien, den bekanntesten, den mitreißendsten und überhaupt. Uwe Kröger, der Original-Stella-Cast, Disneys Die Schöne und das Biest. Ewig und berührt, ewig.
Damen und Herren, nun laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Lehnen Sie sich zurück, denn der Speisesaal präsentiert Ihr Diner. Sei Ihr Gast, sei Ihr Gast, wir bedienen ohne Hast die Serviette um den Hals. Schätze, dass du hier nichts verpasst. Soup du jour gratiniert, hier wird nur für dich serviert. Ist mal das da? Schmeckt vorzüglich! Frags Geschirr, du weißt, das liegt nicht beim Gesang. Und beim Dance denkt man gleich nur, vive la France! Schlechtes Essen wird von jedem hier gehasst. Lies nur genau die Karte, sie ist von unserer Warte. Sei hier Gast, sei hier Gast, sei hier Gast. Wir präsentieren die Servietten, s'il vous plaît. Ein Bild, man möchte gar nicht stören. Lea, die Prinzessin, Uwe Kröger, der Prinz, aber erst am Ende. Und die Tasse hat mir besonders gut gefallen. Tassilo. Du kannst sie einfach so als Tasse drehen auf dem Tisch, oder? Einmal eine Runde. Hey! Noch einmal, komm. Hey! Dankeschön. Herzlichen Dank. Schön und das Biest. Komm ich gucken. Ist auf der Bühne auch so schön, ja, wie bei uns? Ja, toll. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Die Schöne und das Biest. Herzlichen Dank. So. In seinem Falle ist er der Gute und natürlich auch der Schöne. Das Biest sind immer die anderen. Eine der erfolgreichsten Filmfiguren, die es überhaupt gibt. Nie sah sie besser aus als heute. James Bond, Pierce Brosnan. Good evening. Nadja. Ja. Herr Lagerfeld, bitteschön.
Der beste Platz. Thank you very much. Ja. Thank you, thank you. Ja, genau. Das waren die zwei. Wo waren die zwei Herren, die gepfiffen haben? Das wird die Mutti euch nicht verzeihen. Cheers. Ja. Ja, Thomas. Ja. Herzlich willkommen. Yes, my neighbor. Mein Nachbar zu Hause, ja. Oder vielleicht so. So setzt man sehen, ja. So, wir sehen immer vorbeifahren. Er fährt ein deutsches Auto. Also dürfen wir auch sagen, dass er einen Porsche hat? Ich meine, oder ist das als Bond hat er einen BMW, als Pierce hat er einen Porsche. In Wirklichkeit ist es ja fast German Bond inzwischen. Well, I have a Porsche. I also ja, ich habe eine Porsche, Porsche und ich habe einen 850er, BMW 850er, IL und auch einen 750er. Also, wo habe ich die herbekommen? Hier in Deutschland natürlich. Aber er hat noch nie so lange wie ein anderer Bond vor ihm in Deutschland verbracht. Große Teile des Filmes wurden in Deutschland gedreht. Richtig, wir waren recht lange hier. Ich übrigens, stört das mein Rauch? Du bist in Deutschland, nein. Hier darf man noch Zigarre rauchen. Okay. In Amerika ist es schlimmer, als wenn man die Hose runterlässt. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja, es war. Aber wir waren also hier in Deutschland. Wir haben hier den Film gemacht, einen großen Teil davon. Und sogar den ersten Tag, den allerersten Tag haben wir gemacht am Flughafen. Mit Desmond Llewellyn, also Q, ich selber, wir waren alle dabei. Ja, und dann viele Fans von James Bond waren bei uns. Vielen Dank für die Unterstützung, für alles, was Sie ermöglicht haben. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben einen kurzen Ausschnitt. Man hat sich ja als Deutscher immer geärgert in den Bond-Filmen, dass alles Englisch war. Endlich liest man mal so vertraute Worte wie Notausgang, wenn man reinguckt. Bitte schön, hier ein Ausschnitt aus dem aktuellen James-Bond-Film. Der Morgen stirbt niemals. Auf der Suche nach einer guten Story? Zutritt verboten. Ja, das ist mal was für die Weihnachtszeit. Piers, hast du ungefähr mal überschlagen, wie oft auf dich geschossen wurde, seit du Bond bist? Keine Ahnung, das habe ich nicht gezählt, aber oft, sehr oft. Es ist einfach so, wenn man James Bond ist. Es ist Fantasie, einfach ein Spiel. Wie sieht Nadja so im Bereich Bond-Girl aus? Das wäre schon eine, die noch die überlebt. Bond-Girls sind ja oft sehr kurzlebig. Ja, die würde sehr gut aussehen, ganz bestimmt. Solange ich die richtigen Absätze hätte. Ich müsste wahrscheinlich Tennisschuhe oder sowas anziehen. So, Herr bei uns wird Deutsch gesprochen. Piers, du hast einen 15-jährigen Sohn. Hat es dir in der Schule leichter, seitdem er sagen kann, hey, wenn du mich ärgerst, kommt mein Vater und das ist James Bond? Es ist manchmal recht schwierig, gerade das erste Mal, denn damals war er nur 10 Jahre alt, glaube ich, oder 11. Und dann hat er gesagt, hey, Papa, ich will ihn nicht irgendwie als kleiner James Bond hier gelten. Aber inzwischen ist er natürlich erwachsen, er ist größer geworden, ist jetzt nicht 15, aber 14. Und er weiß natürlich, dass ich diesen Menschen nur darstelle. Und er interessiert sich auch inzwischen für Mädchen, warum nicht? Du weißt, dass heute eventuell an Bond an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gelangen wird. Du weißt, es sind 22 Damen unterwegs, die alle als Miss Moneypenny einmarschieren. Und es wird eine Kussattacke auf dich geplant. Deswegen rauch Zigarre, solange es geht. Piers, ich stell dir... Ja?
Also soll das passieren? Ja, dann soll die doch herkommen. Natürlich, alle 22. We've moved the goalpost now, haven't we? Wir können es auch machen, oder? Wir werden dir jetzt unsere Wette vorstellen. Ich gehe am besten mit dir einmal dahin, weil das eine ganz tolle Geschichte ist. Hast du dein Englisch mit dir? Ja. Es ist, das ist also Bond-Technik. Das ist eine Wippe mit einem unglaublich schweren Gewicht auf jeder Seite. Das sind 150 Kilogramm. Also eine Vierteltonne. Right. Und das ist jetzt hier im Gleichgewicht. André Waser aus der Schweiz wettet, dass er und sein Team von 15 Zimmerleuten, 15 Jungs sind das, einen Holzbalken mitbringen wird, der 250 Kilogramm wiegt. Und dann werden sie diese Nägel, es sind ungefähr 2000 davon nötig, in diesen Balken einschlagen, um sozusagen die Wippe wieder in die andere Richtung zu bringen. Das heißt, diese Nägel müssen am Ende genauso viel wiegen wie dieser Holzbalken, und das wissen wir genau, der wiegt eine Vierteltonne. Also, schaffen Sie es innerhalb von 3,5 Minuten 2000 Nägel einzuschlagen, um das Gegengewicht wiederherzustellen? In a word? No. Nein, er sagt schaffen nein. Wir nicht. Das so, geht nicht. So lange bist du noch nie gelaufen, ohne dass auf dich geschossen wurde. Ne? Das ist... Bitte schön. This is very true. Das stimmt ja. Nein. Nein. No, I don't think so. Ich glaube nicht. Das ist unmöglich. Wie viele Nägel hast du gesagt? 2000 ungefähr. My heavens. Oh my heavens. No. Junge, nein. Geht nicht. Das schaffen die nicht. Und die Jungs da drüben wollen das machen. Ja. Das sind sie also. Pass auf. Guck dir die Jungs an. Du musst erst nachher Ja oder Nein sagen. Aber meine Frage jetzt, was machst du, wenn du deine Wette verlierst? Ah. Okay. Well, if I lose the bet, also, wenn ich verliere, was soll ich denn tun? Irgendwas was Nettes, worüber die denn? Leute sich freuen. Well, let me say, wenn ich verliere, dann spende ich das Einspielergebnis des ersten Tages von meinem Film hier in Mannheim am Monsterkino an die Kinderkrebsklinik Mannheim. Also alles vom ersten Tag. Dankeschön. Hier ist André Waser und sein Team. So, meine Herren, Einmarsch. Finger vorsichtig. So, da liegt er. Meine Herren, herzlich willkommen. Guck mal, da glaubt man wieder, dass Jesus als Handwerker angefangen hat hier. Hä? Das ist... So, bitteschön. Jetzt gehen wir in Position und ich begrüße kurz den André. Hallo. André Waser aus der Schweiz. Sollten wir sagen, damit die Schweizer jetzt mitfiebern. Ja. Du bist, bitteschön, du bist mit deinen Kollegen ja in der Originaltracht der Zimmerjungs gekommen. Ja. Das ist aber keine Verkleidung. Ihr seid wirklich als Zimmerleute noch unterwegs. Geht man heute noch auf die Walz? Ist das richtig wie früher? Man geht noch, aber bei uns ist das nicht mehr so die Tradition. In der Schweiz hat man es auch nicht so weit. Nein. Eben, ja. Aber ihr habt aber noch das gleiche Kostüm wie vor vielen, vielen Jahren. Euch hängt der Arsch noch nicht im Knie, wie das heute üblich ist, da bei den Hosen. Sieht alles elegant aus. Jawohl. André, so. Ich hab das richtig erklärt. Das Ding ist 150 Kilo schwer. Nein. Nein? Das stimmt nicht. Falsch erklärt. Ja. Wie viel ist es schwer? Alle diese drei Balken, jeder einzelne wiegt 250 Kilo. Ja. Und auf dieser Seite sind 500 Kilo. Na gut, da habe ich das auch richtig gemacht. Fange es nicht an rumzurechnen. Auf dieser Seite 250. Genau. Ja. Und das heißt, dass du dann sozusagen Gleichgewicht herstellst. Ja. Wir müssen Nägel einschlagen, ein Gewicht von 250 Kilo. Genau. So habe ich das auch in meinen kleinen Möglichkeiten, die ich habe, versucht zu erklären. Aber ich bin... Nein, Hauptsache, wir sind uns einig. Hauptsache, ich erzähle viel dummes Zeug, aber in dem Fall, glaube ich, habe ich richtig gerechnet. So. Also fast 2000 Nägel und ihr seid bereit. Pierce hat sich noch nicht festgelegt. Er hat eigentlich gesagt, es ist nicht möglich. So, jetzt die letzte Entscheidung. Ja oder nein? No. Nein. Das schaffen die nicht. Ein Mann, ein Wort. So, bitteschön, meine Herren, dann beweisen wir ihm jetzt das Gegenteil. Ja. Bond hat, glaube ich, in der Schweiz noch nie irgendwo angegriffen. Der unterschätzt euch. Also, jetzt werden hier die Nägel in Köcher gesteckt.
Das glaube ich, dass ihr die Müdi schnell wieder raus haben wollt. Ihr werdet mir jetzt mit einem alten Zimmermannsritual zeigen, wann ihr fertig seid. Wenn die Feierabend machen, dann hauen die nämlich mächtig aufs Holz. So, Nägel sind geladen. Ihr habt 3,5 Minuten Zeit. Ich gehe zwischendurch immer durch und sage euch die Zeit. Okay, dann macht euch fertig. Top, die Wette gilt. Noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten. This guy again is going very slow. Noch 2,5 Minuten. Noch 2,5 Minuten. Noch 2,5 Minuten. Minuten. Noch 1 Minute. Noch 1 Minute. Wunderbar. Ja. Tolle Leistung. Glückwunsch. Glückwunsch. Okay, well done. Geschafft. Also, echt gut gemacht. Wirklich gut. Ich bin wirklich beeindruckt. Das er darf sich als Andenken einen Nagel behalten. Kann ich mitnehmen, ja. Für alle Fälle. Vielen herzlichen Dank. Da wird die Zigarre zum Zigarillo neben den Nagel. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Aber
unglaublich, eine fantastische Platte und ich kann nur gratulieren. Also, die gesamte Einspiel, das gesamte Einspielergebnis der ersten Nacht. Richtig, danke schön, danke an Piers. Danke schön, meine Herren. Glückwunsch, Wette gewonnen. Servus. Danke schön. Thank you. So. Er ist ein besonderes Geschenk an die Muttis. Hier kommt das Geschenk an die Töchter. Sie sind wieder da. As long as you love me, the Backstreet Boys. Hello. Good to see you again. We have a gift for you. Oh. This is to get to the fans out there for a Merry Christmas. A special gift from the Backstreet Boys to all the fans of Germany. Yeah. Ihr bringt mich in Verlegenheit. They're gonna kill me. Good to have you back, boys. Thank you. Hope you always come. Sie wollen euch doch was sagen. Sie wollen. Nick, sag mal, die sollen ruhig sein. Nick, tell them to be quiet. Hello? Ich dachte mir, das ist Nick. You're not Nick. Brian. You're Nick, Brian. Nick, sag immer. Sag mal, der Thomas möchte was sagen. Sag mal ganz kurz ruhig sein. Please be quiet. Thomas wants to say something. Could you tell them, please? Can you just be quiet for a little bit? Because Thomas wants to say something. Thomas will was sagen, also bitte. Es tut mir leid, okay? Thank you very much. I have to get this back to order. Dankeschön, Dankeschön, thank you, Dankeschön. Dankeschön. So, Jungs. Oh no, also gut. Okay, gut, gut, okay, okay, okay. Eine Zugabe. Ruhe. Wenn innerhalb von 10 Sekunden ruhig ist, machen Sie eine Zugabe. Okay, also, was? One more. Encore, the back, straight boys, solo, live, aber wirklich da. Stumpi, dass du deine Tochter besser im Griff hättest, hätte ich schon gedacht. So. Before we do the next song, we just want to let everybody know, there's been a lot of rumors about the Backstreet Boys not wanting to get back to Germany, and it's not true at all. We love Germany, we know you guys have really made us where we are, and we can't wait to get back here in the summer, and also for the Bravo show coming up. So this next song we're going to do for you is our next single. It's entitled All I Have to Give. All I Have to Give. But my love is all I have to give. Without you, I don't think I can live. I wish I could give the world to you. But love is all I have to give. And I'll give it to you. All I can give, all I can give. All, everything I have is for you. We'll see you real soon, Germany. Wir sehen September. Bald wieder da in Deutschland. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Danke. Tschüss. Backstreet Boys. So. Okay. Gut. Also, pass auf. So. Jetzt beruhigen wir euch wieder. Wenn sich die Backstreet Boys Fans fit. Jetzt wieder, pass auf, wir machen weiter. Ich verschenke das nachher unter euch, okay? Aber
Aber nur, wenn ihr mir pariert und wenn ihr brav seid, dann gibt's am Ende der Stunde ein Geschenk. Okay? Also reißt euch zusammen. So. Dankeschön. So. Also. Verrückt, hä? Piers. Crazy, good. Crazy. Echt verrückt, aber pass gut. Auf deinen Sohn auf, Nadja. Dazu sind aber nur Frauen fähig, glaube ich. So, wir haben was für die Muttis gehabt, ihr habt was gehabt. Jetzt kommt auch was für die Papas, für Herren wie mich. Sie räumen überall ab. Es gibt einen neuen Film von Ihnen. Sie sind zum zweiten Mal in meiner Show. Ich freue mich. Herzlich willkommen, The Spice Girls! Lieben, good to see you again. Hello. Hello. Baby, baby. Servus. Bitte hello. Schön. So. Hallo, wie geht es dir? Da sind sie wieder. Hey. Guck mal, Gary. Da sind die Damen. Kommen sie schon wieder. Um Himmels Willen. Stay, stay attack again. Oh, dich sieht man gar nicht auf meinem Sofa. Bitte schön. Oh, jetzt kommt die Girl Power. Vorher war Boy Power. Hello. I want to meet you, I do. Where do you want to sit? You know what you were saying, that we're for the daddies? The daddies, yeah. Where are the girls? We're about girl power. Girl power, es geht die Mädchen. Wir sind für die Mädchen da. Okay, yes. We're for the girl power. Für die Mädchen. So. Ich muss das hier wieder zurück zur Ordnung kriegen, meine Damen. Unterstützt mich etwas. Kommt nicht. Nein, hab ich denen versprochen. So, schön, dass ihr da seid. Ich habe mir ja schon große Sorgen gemacht. Diese Frage muss als erstes, fressen Sie mir die Gummibärchen weg. Bitte. Ich habe mir ja schon große. Ja. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als es hieß, hey, die kommen doch gar nicht mehr zu dir. Die lösen sich doch schon vorher auf. Ihr seid Gott. Nein. Stimmt überhaupt nicht. That's not true. Stimmt nicht, überhaupt nicht. Ihr seid nach wie vor Freundin, ihr seid nach wie vor bei mir und ihr kommt auch in Zukunft wieder. We've got a world tour in February. So we've got a lot sind im Februar ist was ganz Neues losgegangen bei uns. Drei Termine in Deutschland im März. Da sind wir wirklich ziemlich aufgeregt. Dreimal in Deutschland im März. Siehst du, also die Fans können beruhigt sein. Im März haben sie für Deutschland angekündigt. Hat er schon I've mal got a question for Carl. Ich habe eine Frage an Carl. Was ist denn das? Ich verstehe das nicht ganz. Was hat denn der hier? Nein, ich rauche nicht. Und deswegen muss ich hier ein bisschen so den Zigarrenrauch da wegdrehen, wegpusten. Aber ich bin natürlich ein großer Fan von euch. Ah, toll. Jetzt geht das schon los. Er hat gerade einen Katalog mit schönen, nackten Menschen gemacht. Hast du mal gefragt bei Ihnen, oder? Nein, das war nicht auf der Liste. Oh, I saw them. Das waren ja, die habe ich gesehen. Hübsch, gell? Ihr seid ja in der ganzen Welt unterwegs. Ich habe euch bei Prinz Charles gesehen, dann habt ihr einen Po gekniffen, bei der Queen wart ihr neulich auch. Wenn man so die ganze Welt, wen fehlt ihr euch? Wollt ihr dem Papst mal das Mützchen stehen oder habt ihr eine ganze Welttournee? Ihr seid überall, ne? I think every day is ja, ich glaube, jeder Tag ist interessant in Deutschland und jeden, immer trifft man irgendwelche neuen Modelle und zum Beispiel Karl und sie. Und wenn man in Deutschland ist, ist das ganz toll, großartig. Aha, wir da haben freuen Sie sich jetzt. Nein, wir sind wirklich stolz auf alles, was wir erreicht haben. Aber immer hat man neue Ziele, immer versucht man, alles noch besser zu machen. Aber ich glaube, eines, was wir machen möchten, auf den Mond fahren und auf dem Mond oben eine Vorstellung geben. Erst macht ihr aber noch mal einen Film. Wir zeigen auch einen kurzen Ausschnitt, Spice World. Es ist, Start ist bald, in Amerika geht es auch bald los, weltweit. Spice Girls jetzt auch im Kino. Hier ein kurzer Einblick und Ausblick. Yeah, come on. Prepare for the invasion. Just sing. They've got fire in their eyes, hunger in their bellies, and great big shoes on their feet. Spice World, the movie. See ya, hold tight. Spice Girls, bald im Kino. I'll tell you what, we are
Ich sage Ihnen was. Wir sind wirklich unheimlich stolz auf das, denn vor 3 Jahren, da haben wir wirklich unheimlich viel geplant. Für uns gefallen Filme. Und auch wenn Sie kein Fan von den Spice Girls sind, dann wird Ihnen das gefallen. Also wir haben uns wirklich durch den Kakao gezogen, auch die Medien. Hoffentlich funktioniert das. Nun, es geht um Entertainment, um Spaß. Wenn Sie ins Kino gehen, dann möchten Sie vor der Wirklichkeit entfliehen. Stimmt's? Spielen auch Herren mit? Actually, do you know what? Wissen Sie was? Piers, your rivalries in, well, not your rival, your predecessors in there. Rivale oder eine Art von, ja, Roger Moore, der ist sozusagen ein Vorläufer. Der ist da drin, nicht Rivalen, sondern Vorläufer. Das ist doch sein Großonkel. Was ist das? Nimm mir meine Karten nicht weg. Das ist die Wette. Das ist die Wette, die werde ich euch gleich vorlesen. All right, okay. Ihr dürft jetzt wetten. Ihr tanzt gerne, okay? Yes. Ja. So, wir haben zwei Mädchen, nämlich Bettina Fippinger und Marion Wallenborn. Die wetten Folgendes, dass sie mit verbundenen Augen Tanzstile erkennen können, und zwar nur an den Schrittgeräuschen. Sie hören, das haben wir schon gehört. Also das heißt, pass mal auf, Folgendes. Also, bei mir ist es einfach, weil ich kann nur tanzen, wenn ich den Tanz immer mitsage. Ich mache immer, rück vor, cha-cha-cha, rück vor, Promenade. Das ist einfach. Nein, die Hüften ein bisschen mehr schwingen, bitte. Man hört nur das. Es hört sich mehr an, als würde die Mutter den Boden wienern. Aber an diesen Geräuschen erkennen die beiden Damen jeden Tanz. Wir spielen ihnen 5 Tänze vor. Sie hören kein bisschen Musik, das hören nur die Tänzer. Und sie sagen, sie erkennen jeden Tanz. Ich frage euch gleich, ob ihr das glaubt oder nicht. Hier sind die beiden Damen. Hier sind Bettina Fippinger und Marion Wallenborn. Let's go! Come on! Guten Abend. Guten Abend. Wow. Also, jetzt machen wir Girl Power. Lasst mich mal in die Mitte. Jetzt erstmal, seid ihr Berufstänzer? Habt ihr eine Tanzschule zu Hause? Wie kamt ihr auf diese Idee, damit unsere Spice Girls überlegen, ob sie euch das wirklich zutrauen? Bettina. Tanzprofi sind wir nicht, also wir machen das hobbymäßig in der Formation, Lateinformation. Lateinamerikanische Tänze ist dein Hobby? Ja. Und wie kamt ihr auf die Idee, dass man wirklich Tänze an den Geräuschen erkennen kann, weil sie im Grunde alle gleich sind, wenn man richtig zuhört? Es war einfach, wir hatten die Idee, wir wollten mal was Außergewöhnliches machen und waren beide tanzbegeistert. Wir haben gesagt, irgendwas muss uns jetzt einfallen, was wir damit noch mehr anstellen können, außer nur irgendwo in der Tanzschule zu tanzen. Es ist euch was eingefallen, wir haben die Wette angenommen und werden jetzt sehen, ob das wirklich klappt. Dann seid so lieb und nehmt Platz, bitteschön. So, und wir lassen jetzt die beiden Tanzpaare auftreten. Das sind natürlich Tanzprofis. In den Standardtänzen begrüße ich Giselle Keppel und Heiko Kleibring aus Köln. Seit gestern sind sie Deutsche Meister, Vize-Weltmeister der Kürstandardtänze, Giselle Keppel und Heiko Kleibring. Hey! Ja, danke und herzlich willkommen. Aus dem lateinamerikanischen Bereich Tanja L. Beinhauer und Thomas Fürmeier, dreifache Deutsche, zweifache Europameister, über 10 Tänze aus Norderstedt. Hier sind Tanja Beinhauer und Thomas Fürmeier. Hey, jawohl. Das ist die lateinamerikanische Abteilung. So, ihr habt sie gesehen. Hey, Spice Ladies. Was sagt ihr, ja, sie erkennen es am Geräusch, oder sagt ihr nein, oder könnt ihr euch nicht einigen? Ich glaube, die schaffen es. Ich glaube, Frauen haben einen 6. Sinn. Also ich gehe davon aus, wenn sie Girl Power haben, 6. Sinn haben, dann schaffen sie es. Gut. Ja, das schaffen sie bestimmt. Die Spice Girls, glauben Sie an euch. Dankeschön, Sie haben gesagt, Sie schaffen es. Das schaffen sie. Mein Wunsch an euch, wenn sie es nicht schaffen, möchten wir von euch mal etwas Leises, etwas Dezentes hören. Ihr müsst ein deutsches Weihnachtslied singen. Kann eine von euch ein deutsches Weihnachtslied singen? Melanie C. kann das. Melanie singt ein... Du singst ein deutsches Weihnachtslied, okay? Wenn ihr die Wette verliert. Ihr sagt, sie können es. Okay. So, jetzt kommt der Moment, wo die Brillen aufgesetzt werden. Bettina? Have you got the words? Achso, Entschuldigung, sind das? Habe ich die falsch? Gut, okay. So, also. Wir werden auch gleich. Have you got the next?
Sonst gibt es nachher keine Geschenke, Kinder. So. Also, die Brillen, so, Sie dürfen sie selber aufsetzen, aber natürlich kontrolliere ich. Das sind die mit dem Ansaugeeffekt. Da sieht man nichts. Nein, da zucken Sie nicht. Also, Sie sehen nichts mehr. So, der Windhauch hat Sie erschreckt. Also, die Tanzpaare, damit ihr das begreift, haben Kopfhörer. Sie haben so einen Dance-Man in der Tasche. Wir werden denen also die Musik direkt zuspielen. Die beiden hören nichts. Natürlich sitze ich neben ihnen und merke, ob sie etwas hören können. Es ist so leise, es hören nur die Tanzpaare. So, jetzt also kommt der große Moment. Ihr seid bereit. Ich sage, und bitte ganz leise im Publikum, auch bitte keine Blitzlichtgeräusche jetzt machen, weil die wirklich ganz, ganz genau auf diese paar Geräusche achten müssen, die sie hören. Also bitte keine Blitzlichtfotos, kein Geknipse und im Publikum bitte ganz leise. So, ich sage, top, die Wette gilt. Cha-cha? Ja! Come on! Oh, danke. Und wieder Konzentration. Bitte stehen bleiben so für die Tanzpaare. Und der nächste Tanz, bitte Musik ab. Wir sagen Tango. Ja, es ist Tango. Okay. Und der nächste Tanz, bitte. Und Musik ab. Standard. Nee. Ne? Tanzen? Es ist halt auch weit im Raum. Ja, ja. Ich muss Standard. Aber Wiener Walzer, wenn eine andere Richtung? Wenn eine andere Richtung, die tanzen dafür zu kreuz und quer durch den Raum. Weißt du, Wiener Walzer ist gleich mit dem Kreis. Aber da müsst ihr ja diese schnellen Schritte machen. Muss ja nicht, die müssen nämlich tanzen. Nee, meinst du, kriegst du das? Da waren sie, oder? Ich weiß nicht. Aber langsamer Walzer hat sich anders. Langsamer Walzer ist viel langsamer, ist viel zu schnell. Ja. Langsamer Walzer. Soll man sagen? So. Quickstep? Yes! Und noch einer aus zweien. Das sollte zu schaffen sein. Also bitte,
der nächste Tanz. Und das Paar steht bereit. What happens if the dancer gets it wrong? No. Was passiert, wenn es der Tänzer nicht richtig macht? Wenn es die Tänzer nicht richtig machen? Ist nicht fair. Die haben das kann ja auch sein, dass sie es falsch machen. Ja, können Sie sicher sein? Also schauen Sie sich das mal an. Die Tänzer müssen sich auch anschauen. Also gut. Genau, so und nicht stören, Mädels. Und bitte Musik. Gott. Latein. Paso Doble. Yes, jawohl. Paso Doble und damit ist die Wette gewonnen. 4 aus 5 waren verlangt. Dankeschön. Glückwunsch. Ja. Spannend gemacht, aber geschafft. Danke. So, jetzt, dürft ihr euch ganz kurz mit mir gemeinsam am Tanzen erfreuen, die beiden Herrschaften, das heißt die 4 Herrschaften können das wunderbar. Eine kurze Kür von beiden Paaren. Abteilung. Damen, danke schön. Herzlichen Dank. Respekt, meine Damen und Herren. Danke schön. Bei den lateinamerikanischen Tänzen ist die Verletzungsgefahr größer, gell? Oh ja, gefährlich. Danke schön. Herzlichen Dank. Wette gewonnen. Marion, Glückwunsch. Bettina, danke. Tschüss und bis gleich. Jetzt gibt's Musik. So sehen sie aus und so singen sie The Spice Girls Too Much. Meaningless words to me.
Everybody, can you help me? Spice Flowers, yeah. Dankeschön. Für danke. Jeden eine. Thank you to all you lot out there as well. Ich möchte uns bei allen da draußen bedanken. Mel B. Die Mel B hat sich in unsere Koffer verliebt. I think you love that. You get it. Okay, ein Geschenk für dich. Mädels, Dankeschön. Das war's. Thank you very much. Dankeschön. Merry Weihnachten. Servus. The Spice Girls. Servus! Bye! See you in March! Tschüss! This way, that's the Spice way. Thank you. Dankeschön. Piers. Als Verständnis unter Vätern hat gesagt, Thomas, ich hasse es, wenn Künstler in einer Show gehen. Er hat sein Baby. Wie lange hast du es nicht mehr gesehen? It's been a little while. Ja, schon seit einiger Zeit, seit längerer Zeit habe ich es nicht mehr gesehen. Er ist unterwegs jetzt für den Film schon seit vielen, vielen Wochen. Zwischendurch habe ich gesagt, bekommt er Babypause. Schön, dass du da warst. Ich werde mich mit Nadja weiter beschäftigen. Das ist mir auch sicherer. Und hey, er muss ja küssen. Er muss ja küssen. Dann da, er kriegt Pause, okay? Lass ihn. Welche lass da? Ihn, Surprises. Welche Überraschung? You visit your baby. You visit your baby and we'll be back. Okay? Okay, for the kissing. Also, right. Okay, I'll bis gleich. It. Zum Küssen muss er wieder her. Also Babypause und bis gleich. Okay, tschüss. Servus. Okay, bis dann. Also bis gleich. Bye. Okay, wir müssen küssen. Also gebt ihm Pause. This way. Aber lasst ihn nicht verschwinden, der arme Kerl. Er ist unterwegs jetzt seit vielen, vielen Wochen. Aber das Baby ist in der Nähe, also reicht ihm das Baby, lasst es ihn knuddeln, aber lasst ihn nicht weglaufen, sonst küssen unsere Sekretärinnen ins Leere. Bindet ihn notfalls an. So, jetzt freue ich mich, weil ich lange auf sie warten musste. Wir haben viele, viele internationalen Künstler in dieser Sendung gehabt. Manchmal haben wir Verständigungsschwierigkeiten gehabt. Mit ihr verstehe ich mich, aber ich durfte bisher nie mit ihr in Wetten, das plaudern. Heute ist es soweit. Sie hat hier ein Heimspiel, denn sie kommt aus der Nähe. Herzlich willkommen, Steffi Graf. Nadja. Bitte schön. Bleib bei mir. Er ist der Sportfachmann, aber hier, ich bin hier der Chef. Macht es für dich einen Unterschied? Du bist viel im amerikanischen Fernsehen, im französischen, überall auf der Welt. Ist was Besonderes, wenn man so nach Hause nur ein paar Minuten hat? Ja, also ich kam eigentlich hier auch erst vor ein paar Minuten an. Also du hast eben schon richtig gesagt, ich habe schon ein gewisses Heimvorteil und wir haben ein tolles Publikum, das habe ich Anfang des Jahres schon selbst erlebt. Muss ich wirklich sagen, also... Vielleicht richten wir uns in Mannheim hier für länger ein, also so ein Publikum muss man sich suchen. Ich komme auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Danke. Steffi, nun muss ich mich doch zum Sportjournalisten machen, aber es interessiert ja nicht nur die Sportler, das Knie der Nation. Welches ist es denn? Das linke. Das linke. Sieht gut aus. Wie fühlt sich's denn an? Nein, ganz gut. Also ich bin recht fest im Training im Moment. Deswegen habe ich auch schon einige Muskeln wieder zugenommen. Also ich bin ziemlich zufrieden im Moment, wie es läuft. Glaubst du, dass mit dem Comeback oder wie auch immer man es nennen möchte, mit dem Angriff auf die Weltspitze so klappt, wie du das vorgestellt hast? Musst du ein bisschen verzögern?
Das weiß ich im Moment noch nicht ganz. Mein Wunsch wäre natürlich in Australien Anfang Januar, also diese Saison zu beginnen. Ob das so ganz klappt, das weiß ich noch nicht. Aber wenn es so vom Training her weiterläuft, dann hoffe ich es. Aber wie ist denn das, wenn man so von seinem Körper abhängig ist? Also du horchst jetzt jeden Morgen zu dir auf dein Knie und sagst, geht, geht nicht? Nee, also das ist schon so, dass man so ein bisschen in den Körper hineinhorcht. Und es ist natürlich auch so, dass man relativ viel Therapie am Tag durchstehen muss. Hast irgendwo. Du jeden Tag da richtig Behandlung? Mhm, Massagen ja. Oder was? Massagen, tut Elektrotherapie? Auch weh? Nein. Die Verletzungsgefahr beim Modeln ist nicht so groß. Nein, nicht ganz so groß, aber man kann auch mit Schuhen zum Beispiel umknicken. Ihr habt ja diese unglaubliche Bügeleisen zur Zeit an, da diese Klumpen-Briketts da. Ja, obwohl auf dem Runway weniger als, glaube ich, so in der Techno-Szene. Aber ich meine, trotzdem auch, wenn man es fällt, dann kann man sich auch viel tun, aber natürlich nicht so dramatisch. Steffi, ich habe von dir schon so tolle Fotos gesehen, dass man sagt, das Modeln, das ist ja etwas, was sie sich für die Zukunft auch noch überlegen könnte. Oder sagst du, damit habe ich nichts am Hut, das mache ich zwischendurch mal aus Spaß oder weil es gute Fotografen sind? Genau, so ungefähr. Ja. Nein, also da sehe ich also absolut keine Zukunft. Das ist eine schöne Abwechslung zwischendurch mal, aber ja. Das ist also, das überlasse ich lieber den richtigen Models. Was hast du so ein Gefühl, was den Nachwuchs betrifft? Im Moment ist, glaube ich, Antje Huber vor dir auf Platz 14 in der Weltrangliste. Ich sage genauso, wenn Kerner mehr Quote hätte als ich. Ich darf gar nicht dran denken. Also, ist das... Sagt man, naja, die jungen Leute kommen, aber ich komme schon wieder nach vorne? Oder wie ist da Konkurrenz? Konkurrenz ist irgendwo immer da. Ich meine, die braucht man auch. Das belebt eben auch das Geschäft und es motiviert einen auch. Aber ich war immer jemand, der sich eigentlich ein bisschen mehr auf mich selbst konzentriert hat. Und ich weiß, wenn ich fit bin und es mir Spaß macht, dann klappt das schon. Also, du glaubst dann, ich glaube, das ist auch ungeheuer wichtig, dieser unglaubliche Vertrauen in sich selbst, ne? Ja, das ist leider nicht immer ganz so da, aber... Der Spaß am Tennis ist so groß, dass... Kann einem das auch genommen werden? Also hast du manchmal den Eindruck, dass du selber an dich glaubst, aber dass man es krank redet und dass du selber irgendwo ein Opfer von dem bist, was du hörst und empfindest? Nein, das bin ich schon selbst. Ja? Ja, doch. Also gerade eben so nach so einer langen Pause, ich glaube 6 Monate habe ich jetzt kein Tennis gespielt, da ist es nicht ganz einfach, so wieder den Rhythmus zu finden. Und gerade in letzter Zeit... fällt es mir relativ schwer, mein Spiel wieder zu klammern, aber es wird schon kommen. Ja, wird schon kommen. Ja, guck mal. Und Mannheim gibt Gas. Du wärst natürlich mit einem Trick aus der Nummer draußen. Mensch, jetzt bin ich schwanger. Aber ist da was geplant? Oder wäre natürlich schön, wenn du heute was verkündest oder Verlobung oder irgendwas. Nein, erstmal steht noch das Tennis im Vordergrund, aber wenn es mal soweit ist, dann werde ich es dir erzählen. Ja, gut. Also, bitteschön. Steffi, haben wir noch ein bisschen Zeit zum Plaudern, jetzt kommt deine Wette. Hast du irgendwie so Spiel, also Wetten oder Pokern oder machst du sowas um Geld oder bist du da ganz... Ja, also als Tennisspieler... Bist du es eigentlich gewöhnt, relativ viele Spiele zu spielen, weil du musst relativ viel warten, wenn es regnet oder so. Das heißt also, Backgammon ist bei uns sehr beliebt, unter anderem auch Kartenspiele. Mhm. Heute wird gewürfelt. Wir haben einen Herrn, Matthias Gessner, ich zeige euch das mal. Guck mal, das ist ein dämlicher Kreisel, der macht so Geräusche. Das Handy des armen Mannes. So, und, Dankeschön, na okay, so, und, ja, und das sind... Die Würfel, die dieser junge Mann jetzt hier, ich kann es natürlich nicht, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, sondern eine Wette anbieten. Er behauptet, Matthias Gessner aus Lingen behauptet, dass er es schafft, innerhalb von 1,5 Minuten 20 Würfel gleichzeitig kreiseln zu lassen. Wenn einer liegt, ist die Wette verloren. Wir geben ihm maximal 2 Versuche, 1,5 Minuten für 20 Würfel. Steffi, glaubst du, dass das möglich ist? Also bei dir sieht es schon ziemlich schwer mit einem aus. Ich bin auch ziemlich tölpelig. Aber ich glaube einfach dran. Du glaubst dran? Ja, ich sage einfach mal ja. Gut, Steffi, wenn du daneben liegst. Ja, du glaubst an den Mann. Wenn du daneben liegst, was machst du? Es muss ein Opfer sein. Ich weiß noch nicht genau, wer das Opfer sein wird, weil... Was ich mir überlegt habe, ich habe unheimlich viel Therapie und Massage in den letzten Monaten bekommen. Dann habe ich gedacht, jetzt drehe ich mal den Spieß um und du hast ja heute einen recht stressigen Tag. Ich habe überlegt, dass ich dir mal eine gebe. Du gibst mir eine, wohin? Eine Massage? Ja. Am Knie? Gerne, wohin immer du möchtest.
Das linke tut schon weh. Es fängt schon an. Obwohl, mir tut es eigentlich jetzt überall weh. Also, ich überlege mir das gleich. Hier kommt, Steffi hat gesagt, er schafft es nicht. Er wird dagegen antreten. Ich sage, er schafft es. Du sagst, er schafft es? Ich sage, er schafft es. Okay, na dann wird mein Knie noch, okay. Steffi sagt, er schafft es. Sie glaubt an unseren Mann. Ich glaube natürlich auch an ihn. Hier ist Matthias Gessner. Matthias, du glaubst an Steffi, dass sie den Wiedereinstieg in die Weltspitze schafft. Steffi glaubt an dich. Sehr schön. Und wir präsentieren unsere Wette kurz. Das sind 20 Würfel, von dir bereits strategisch so präsentiert, dass es klappen kann. Du hast 90 Sekunden Zeit, diese 20 Würfel tanzen zu lassen. Bevor du damit anfängst, erzählst du mir, was du im richtigen Leben machst. Was ist dein Beruf? Wo kommst du her? Ich komme aus Lingen, das ist im südlichen Emsland. Da hat man Zeit, ja! Ist das der Fanclub da hinten? Scheint so. Aha. Aha. Aber der Emsländer hat Zeit für solche Wetten. Das ist ja auch eine Popelgeschichte. Da braucht man die Ruhe des Vaterlandes. Gut, also. Das versuchst du, was bist du vom Beruf? Ich bin Kaufmann, aber für eine Großbäckerei, dort für den Vertrieb zuständig. Mhm. Also Semmeln, Brötchen. Ja, gut. Mohnbrötchen. Mohnbrötchen, so. Ja. Genau, Roggenbrötchen, das Brot, so. Also, heute aber sind es die Würfel. 20 Würfel müssen gleichzeitig tanzen. Das ist mir aber jetzt peinlich. Putzstreifen, ausgerechnet, wenn das Fernsehen kommt. Aber gut, das wird dich nicht stören. Nein, nein, gut. Das überlebe ich. Das überlebst du. Du hast 2x90 Sekunden Zeit, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, kannst du abbrechen, nochmal neu anfangen. Steffi hat gesagt, du schaffst es und ich wünsche dir alles Gute. Top, die Wette gilt. Es müssen gleichzeitig alle Würfel in Bewegung sein. Ich leg dir den hier mit drauf, okay? Ja. Noch wirbeln alle, aber einer hat schon aufgegeben. Zwei haben aufgegeben und es ist noch eine Minute Zeit für den ersten Versuch. 20 Würfel gleichzeitig tanzen. Einer liegt und hier liegt noch einer. Na, jetzt liegt der da hinten wieder. Hey! Ein Fluchtversuch. 30. Hier liegen. Oh, das wird knapp. Oh, oh, oh. Willst du abbrechen oder 20 Sekunden? Das ist nicht mehr zu packen. Ah, gib dich auf. Jetzt kriegt der da hinten wieder. 3 liegen, 4 liegen. 10, 9, 2 und da hinten einer. Da hinten und da hinten, ah, da liegen 2. Ah, ist ja, Mensch. Null, okay, erster Versuch erledigt. Okay. So, noch einmal sortier dich neu. Ja. Die sogenannte Sisyphus-Wette. Also, er wird noch einmal versuchen, noch mal 90 Sekunden. Denk dran, Steffi baut auf dich. Gott. Mein Knie auch. Alle guten Dinge sind 2. Alle guten Dinge sind 2. Noch mal 90 Sekunden. Ab 30 Sekunden unterstützen dich die Mannheimer. Bis dahin bist du ganz allein mit deinen Würfeln. Top, die Wette gilt noch mal. 90 Sekunden. Ah, Moment, ich heb ihn dir auf. Verplempe keine Zeit damit. Noch tanzen sie alle. Ah. Es ist aber auch verflixt. Noch 55 Sekunden. 2 liegen. Ah. Okay. Aha. 2. Da liegt einer. Da hinten liegt einer. Hier liegt einer. 30.
hat der wieder aufgehört. Das wird 30 Sekunden. 27. 1, 2, 3. Ah, ho, ho, ho. 10, 9, 8, 7, 5, 3, da liegen sie. Es hat nicht sollen sein, Matthias. Viele Würfel sind des Wetters tot. Knapp. Stolz verloren. Danke, Matthias. Der Mann hat alles gegeben. Danke dir. Ich mach schon mal Platz für dich. Also, leg dich nur. Der Therapeut. Bleib da, bleib da, bleib da. Leg dich nur. Und das ist das Knie. Soll ich das linke Knie oder deins ist das linke? Was Nadja, macht man das durch die Hose, oder? Nein. Die musst du leider ausziehen. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ist schon recht spät. Nein, nein, nein. Guck mal, möchtest du meinen Sakko haben? Was? Ich halte das Sakko davor. Das Knie. Das Knie. Okay. Bitte, das ist therapeutisch. Jetzt habe ich leider keine Massagelotion. Keine Massagelotion? Einfach mal so ein bisschen. Oh. Jetzt geht's im Oberschenkel los. Ja. Oh ja. Macht warme Hände und warme Knie, oder? Ja, so ungefähr. Das glaubt mir keiner. Aber geht besser. Geht besser? Ich muss. Hoffe es. Ah. War schon etwas verspannt irgendwie. Okay. Ja. Bevor ich mich dran gewöhne, danke. Ich weiß nicht, warum ich zum Schalten bin. So. Danke. Was denken denn? Eine Pantalonade. Massagemäßig liegst du bei mir weltranglistenmäßig Nummer 1. Gut. Danke. Jetzt. Ein Leckerbissen international. Sie war schon mal hier. Sie ist eine der süßesten der Familie. Ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist die erfolgreichste zu Hause. Der Bruder ist nicht ganz glücklich darüber, aber wir freuen uns sehr. Hier ist Janet Jackson. Together again. Thank you.
So, Janet, hier bin ich. Ja, oh, also, die Fans in Deutschland, Janet, it's so good to have you back again. What a pleasure. Thank you very much. I'm always surprised how, I mean, you have to be very, very strong to go through that like a, how long could you do it? How do you do it? I mean, so long. I'm getting tired looking at you. Ja, das stimmt. Man muss sich da wirklich a lot of, exercise. Wirklich, yeah. Das fehlt ziemlich viel üben. Also man muss lange, lange trainieren, bis man so viel Power hat. Thank you very, very much. It was a pleasure having you again. Flowers for you. Oh, also du siehst, deine deutschen Fans sind sehr treu. The German fans, they love you. Welcome in Germany. Siehst du da? Thanks, guys, with us. Thank you very much. Okay, my pleasure. Bye bye. Janet Jackson, ah, eine Süße. Leider hat man die schönen Beine heute gar nicht gesehen. Janet bei der Arbeit. Ist so schön, wenn kurz vor Weihnachten der Osterhase kommt. Da ist sie, Janet. So, jetzt, danke. Ihr seid sehr brav, muss ich sagen. Bin stolz auf euch, Kinder. Jetzt kommt wieder was für den Papa. Der fährt manchmal auf der Autobahn so, als würde er in dessen Auto sitzen. Er fährt inzwischen etwas langsamer. Ein Formel-1-Fahrer, für den die Österreicher die Daumen gedrückt haben, aber natürlich wir auch. Gerhard Berger. Gerhard, grüß dich. So. Nadja, ja. Steffi, Johannes B., Servus. Karl Lagerfeld, grüß dich. So. Modemäßig muss ich sagen, seid ihr in euren Formel-1-Anzügen. Seht ihr alle gleich aus, nur die Farben sind anders. Ja, alle schauen mal gut aus. Alle schauen ja gut aus. Aber man hat nicht viele Möglichkeiten, gell? Ja, wir, uns fehlt der Designer. Wir brauchen. Ich übersetze das mal für die Nicht-Österreicher. Es fehlt Ihnen der Designer. Ja. Du bist der echter Österreicher. Richtiger. Richtiger. Tiroler. Genau, Tiroler. Aber ich streng dich mal an, dass die Mannheimer auch was verstehen. Karl, die Rennfahrer, die haben immer so einen Krach um die Ohren. Die reden dann immer so leise, weil die haben ja immer Mikrofone vor dem... Zum Beruf, ne? Zum Beruf. Genau. Hast du Respekt vor denen oder sagst du, das ist mir eher viel zu gefährlich? Nein, ich sehe das ja in Monte Carlo sehr oft und da machen wir immer Wetten und daher kenne ich das ganz gut. Es macht einen Mordslärm, vor allem die Fahrten vorher schon. Aber genau, die müssen ja proben. Auch für die Leute, also beim Zahnarzt. Wenn man in seiner Wohnung ist, hat man das Gefühl, wenn die da rumfahren, man ist beim Zahnarzt. Ne? Aber Monte Carlo ist auch, glaube ich, die wahnsinnigste Route auch für euch Rennfahrer, oder? Ja, unbedingt. Ja, aber es ist eine schwierige Tour, weil das immer so ist. Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Und die Atmosphäre ist gut. Ja, genau. Ne? Wir sind ja alle, ich meine, du hast es bleiben lassen jetzt. Steffi greift wieder an. Ist die Überlegung, dass du sagst, in einem Jahr oder in wann auch immer, ach, ich pack's doch nochmal? Oder ist, wenn man einmal Schluss gemacht hat mit Formel 1, ist dann wirklich Schluss? Vorläufig bin ich mal Pensionist. Und jetzt warte ich mal ab, bis die Rennen wieder losgehen. Und dann werde ich schauen, ob es juckt oder nicht. Aber ich glaube kaum, dass ich wieder einsteigen werde. Aha, für eine Kniemassage von der Steffi bewirkt Wunder. Ich habe gerade überlegt, ob du dich schon beruhigt hast. Aber das Knie, ich schon, aber das Knie noch nicht. Es ist nicht halt noch immer. Als du heimgekommen bist und deiner Frau gesagt hast, ich lasse es bleiben, hat sie aufgeatmet oder hat er gesagt, oh Gott, jetzt hängt er zu Hause rum? Im ersten Moment hat sie aufgeatmet. In der Zwischenzeit, ist gescheiter, wir fragen sie nicht. Ja, so. Also ich glaube, es ist der Punkt erreicht, wo wieder gut ist, wenn ich... Geh mal wieder arbeiten. Was man gar nicht glaubt, ein Formel-1-Fahrer, den nichts im Leben schrecken kann, vor deiner Tochter hast du dich heute tief verneigt, ein Backstreet-Boy-Fan, hä? Gestern hat mich meine Tochter angerufen und gesagt, Papa, du fährst zu Wetten, das. Dann sage ich, ja, ich fahr mit. Dann sage ich, ah, du willst den Thomas Gottschalk treffen. Ich sage, nein. Backstreet Boys. Nein. Ja. Genau. Und zu seiner Frau hat er gesagt, ich fahr zu Wetten, das. Hat die Frau gesagt, du willst die Nadja Auermann treffen. Nein, den Thomas Gottschalk, hat er gesagt. So sind wir halt. Siehst du, Frauen, sagt man ja im Allgemeinen, werden bei Rennfahrern schnell schwach.
Man weiß nicht warum, aber irgendwo scheint so diese Gefahr, die diese Brüder umgibt, etwas Erotisches auszuüben. Ich denke, Frauen sind von Gefahr oder sowas auch angezogen, natürlich. Ja, ja? Mein Beruf denk kann ich auch gefährlich sein. Ja, sicherlich, mit den ganzen Scheinen, wir fahren hier überall. Eben, ne? Eben. Und ja. So, ne? Man kann von Spice Girls gebissen werden, was ist alles, ja. Es ist alles möglich. Oder von Talkgästen fertig ja? gemacht werden, ja. Aber das ist ja auch, da ist deine Frau jetzt auch beruhigt. Also du bist damals diesen Gefahren auch nicht mehr ausgesetzt. Nein, das war früher so, aber Thomas Gottschalk hat uns abgelöst. Jetzt bist du, der macht das jetzt. Jetzt bist, wir du, das früher gemacht. Jetzt bist du ruhiger geworden, Gerhard. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man als Rennfahrer beruflich immer so schnell unterwegs ist, hat das auch auf den privaten Gasfuß einen Einfluss oder bist du schon mal radarmäßig gestoppt worden? Noch nie. So schnell können die gar nicht stoppen, gell? Noch nie? Nein. Also, in meinen jungen Jahren war ich immer ein bisschen flott unterwegs, aber in der Zwischenzeit, das gibt dann relativ wenig Sinn und man macht das auch nicht mehr und es macht auch keinen Spaß. Siehst du eine Lehre an die jungen Leute, wobei man dich ja nicht unbedingt sofort erkennt. Steffi, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, du fährst auch selber, oder? Ja, natürlich. Ich glaube doch, jeder Polizist sagt, was wollen Sie, Strafzettel oder wollen Sie mir ein Autogramm geben? Also das ist mir ehrlich gesagt selbst noch nie passiert, weil also da kriegt man schon ziemlich schnell einen Strafzettel in die Hand gedrückt. Ja? Auch wenn Sie Freund Graf sind, oder? Ja. Na, gut, also du siehst. Und du fährst gar nicht selber Auto. Mit den Schuhen geht das doch gar nicht, oder? Ich habe noch keinen Führerschein. Nein! Nein! Nicht getauft, kein Führerschein, da ist aber einiges nachzuholen. Ich weiß. Aber ich bin noch kein richtiger Mensch. Eben, ja. Also. Eigentlich bin ich noch gar nicht da. Ja. Aber dafür bist du schon. Willst du ihn gar nicht machen? Reizt dich das dann? Nee, ich bin also mit 19 nicht nach Frankreich gegangen und dann hatte ich irgendwie nicht so ganz die Zeit, den noch nachzuholen. Und jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann mal machen. Aber im Grunde habe ich mich eigentlich an die Situation auch gewöhnt, und immer rumgefahren sich immer einer, der zu rumfährt, werden. Oder? Ja, natürlich. Kannst du mich heimfahren? Auch klar. Ja. Nee, meistens gehe ich schon mit Leuten aus, mit denen ich vertrauen kann. Und wo du weißt, du kommst auch wieder nach Hause. Oder ich habe auch manchmal ein Auto oder man kann auch ein Taxi nehmen. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Karl Lagerfeld fährt selber Auto? Nein, nicht mehr. Seit 20 Jahren habe ich es aufgegeben, weil ich zu zerstreut bin. Ich gucke nach rechts, nach links. Das ist zu gefährlich für die anderen. Ja, genau. Rain, ja. Ja, ich will genau wissen, was hier passiert. Mhm. Und dann hat auch noch einen anderen Grund. Ich habe keine Lust, dass mir die Polizisten irgendwie auf eine gewisse Art sagen, das dürfen sie nicht, das machen sie, das verboten. Da habe ich keine Lust zu. Das will ich nicht hören. Genau, lass mir genau eben ja. Freilich ja. Sache. Ich habe wirklich Angst. Ich finde, Autos sind wirklich wie eine Waffe. Und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen so ein Träumer. Vielleicht liegt es auch an unserem Beruf. Ich habe auch noch einen Wagen nicht, mit gefahren. Außerdem steht da an der Ampel, ach, rot mache ich sowieso nicht, fahre ich weiter. Also, jetzt aber, es kann natürlich auch eines, das muss ich noch fragen. Ich habe schon eine Ankündigung gelesen in der Zeitung, Karl Lagerfeld ist pleite. Nicht, dass du keine Autos mehr leisten kannst. Ist das? Warte mal, nur denn doch noch nicht. Das ist nur, weil ich mich von einer Lizenz befreit habe, die ich seit Jahren loswerden wollte. Und da habe ich meinen Namen von zurückgekriegt. Aber ich meine, ich habe ja viele andere Geschäfte. Chanel und, nach wie vor? Ja, und Fendi und die Parfums und Quelle. Denn an der Quelle saß der Knabe. Und das alles, was ich in all den Jahren gespart habe. So ist es nicht. Nur diese Firma, die wollte ich schon lange loswerden. Und die haben Probleme, weil sie die Leute nicht nach Hause schicken kann. Und die möchten das nicht übernehmen. Aber da ich eine Firma in Monte Carlo mache, brauche ich die Leute nicht, die auch nie für mich gearbeitet haben. Das ist nicht, war nie meine Firma. Die hat nur den Namen geliehen. Und da habe ich nichts mit zu tun. Gut. Der Einzige, der daran verdient hat, bin ich. Gut, okay. Und das haben wir jetzt erledigt. Genau. Also damit wir Bescheid wissen, wie das morgen aussieht. Besorgt. Ich bin der beste Geschäftsmann für mich selber. Das kann ich nur bestätigen. Steffi, würdest du, er hat ja nun wirklich auch bei Quelle tolle Sachen, würdest du dich in sowas, wie nennt sich das, würdest du sagen, also wenn Lagerfeld, dann muss es eben Chanel sein oder sagst du, Lagerfeld auch bei Quelle gut? Oder unterscheidest du überhaupt nicht an solchen Dingen? Es muss mir gefallen und da ist eigentlich wirklich nicht vorrangig, von wem es ist. Und ich muss mich wohlfühlen und das ist eigentlich das Entscheidende. Du hast aber, glaube ich, ohnehin 80% deines Lebens in Tennisklamotten verbracht, richtig, oder? Richtig, ja. Und da sahst du immer gut aus. Danke. Weil die eben keine langen Hosen kennen. Ja. Jetzt stelle ich dir deine Wette vor. Kennst du das zu Hause? Also ich kenne folgende Szene. Tabletten. Es geht um Pillen. Das ist dann so, haben wir was gegen Dünnpfiff? Ja, in der Apotheke. Wo ist die denn? In der Keksdose. Ah ja, da ist nichts. Die braunen. Nein, nicht die braunen, die grünen. Ja, da steht aber Husten. Ja, das ist eine andere Schachtel, die habe ich rausgenommen. Also man wird wahnsinnig und dann irgendwann erwischt man die Smarties von den Kindern. Mit diesen Tabletten, man kann sie nicht auseinanderhalten, wenn man die Schachtel nicht mehr hat. Hier sind 500 verschiedene Tabletten. Es gibt ja viele junge Leute, die immer was schlucken, so für Einschlafen und für Aufwachen. Bist du? Was anderes
du nimmst eher weniger, oder? Nein, gar nicht eigentlich, weil ich glaube, es ist besser, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat oder sowas. Das Milch trinken und so. Ja. Bist du jemand, der an Tabletten glaubt, oder sagst du, vertraust ihr auf Natur? Nein. Tabletten unter gewissen Umständen, mit gewissen Krankheiten braucht man sie. Speziell im Sport, wenn es schnell gehen muss, dann ist man immer wieder konfrontiert mit denen. Manchmal muss es sein, aber man sollte vorsichtig damit sein. Vor allen Dingen, dieser Cocktail wäre sicher ungesund. Alles echte Tabletten. Es behaupten Kerstin Huber und Franz Lagner aus Linz. Deine Österreicher. 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 Dass sie nicht nur 500 Tabletten an ihrem Aussehen erkennen, sondern auch deren Anwendungsgebiet exakt benennen können. Sie kriegen 7 Pillen von uns vorgelegt, 6 müssen sie richtig tippen. Aus dieser ganzen Apotheke, die ich euch gleich zeigen werde, 500 verschiedene Pillen. Glaubst du, dass man alle Pillen, ohne dass was draufsteht natürlich, erkennen kann, nur wenn man sie sieht und auch weiß, wofür sie sind? Jetzt haben wir ein Problem. Nämlich? Ich glaube nicht, dass sie es können, aber es sind Österreicher. Also ja. Da können wir was lernen. Was sagst du? Nein, ich bleib dabei. Sie können es nicht. Sie können es nicht, obwohl sie Österreicher sind. Ja. Das trifft sie hart. Was bietest du uns, wenn du dich vertippst, wenn sie es trotzdem können? Ja, ich habe schwer nachgedacht und schweren Herzens habe ich mich von meinem letzten Overall getrennt, den ich noch zu Hause gehabt habe. Ein echter Rennanzug? Echter Rennanzug. Mit dem du in der Formel-1-Karre gesessen hast? Genau. Boah, den würden wir, mit was würden wir mit dem machen? Den haben wir hierher gebracht und den überreichen wir dem Bürgermeister. Mhm. Und der macht das Weitere. Gut, da kann ich noch was dazulegen. Es wird also dem Bürgermeister für einen guten Zweck der Rennkittel von Gerd Berger überreicht. Wir würden diese beiden zeichnen und da gab es schon einige Anfragen, auch noch für diesen guten Zweck mit dazugeben. Ist das in Ordnung so? Ist in Ordnung. Nur Elton, der hat seine Zeichnung mitgenommen. Elton hat die Zeichnung mitgenommen, siehst du? Ja. Lässt du deine da? Oder? Ja, klar. Ja, für einen guten Zweck. Ich kann ja Nadja eine neue machen, das dauert eben, nicht so lange, haben Sie ja gesehen. Du kannst auch noch bunt ausmalen, dann wird es noch ein bisschen... Ich habe keine Farbe mitgebracht, also, dann muss ich mir einen Lippenstift geben. Mit was ist das, gemalt? Mit, wie bitte? Mit was ist das gemalt? Das ist mit schwarzer Schminke, aber mit so einer Sache, was die Leute auf die Augen tun. Und Kugelschreiber. Aber ich hatte nichts anderes da. Ich hatte nur einen roten Stift, weil ich gesehen hatte im Flur, dass der Elton eine rote Brille hatte. Hm? Boah, guck mal, das sind die Künstler. Jetzt also meine Frage, schaffen es die beiden oder schaffen sie es nicht? Du hast gesagt, nein, es ist in der Tat sehr schwierig. Wenn man sieht, wie viele Medikamente in diesen Töpfchen stecken, was die alle für unglaubliche Namen haben und was die alles können, wird es wahnsinnig schwierig. Hier, Hypertonie, Antibiotikum, Depressionen, Himmelswillen, Durchblutungsstörungen im Gehirn, die nehme ich gleich. Es war ein Witz! So, es gibt einige Sachen an Medikamenten. Guck mal hier. Es gibt eine Tablette für den Zustand nach Kastration. Ja, man kann sagen, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie leichter. So. Unglaublich. Und alle, sie kennen sie alle. Was ist hier? Gegen Schiefhals. Naja, lieber einen guten Schneider. Dann Tabletten. Es gibt ja für mich, so für den Fernsehmoderator, ganz besondere Tabletten. Gegen Zuschauerschwund, gegen Quotenangst. Was meinen Sie, was ich alles schlucke? Und diese ganzen Tabletten, 500 an der Zahl, müssen unsere beiden Kandidaten erkennen und wissen, wofür sie sind. Ich muss natürlich aus diesen Tabletten einige aussuchen. Ist denn eine Apothekerin im Saal? Oder ein Hypochonder vielleicht? Die kennen die meistens auch. Haben wir irgendjemand aus dem pharmazeutischen Bereich oder sind die alle im Nachtdienst hier? Kennt sich jemand mit Tabletten aus? Krankenschwester, bitteschön, kommen Sie runter. Die Kasse zahlt, kommen Sie. Wenn Sie Apothekerin sind, ja? Oder Arzthelferin? Na, aber auch, bitteschön, natürlich. Damit sind Sie medizinisch befähigte Fachkraft, ganz in weiß. So, bitteschön, kommen Sie zu mir und suchen Sie bitte mit mir gemeinsam die Tabletten aus, die wir jetzt hier unseren Kandidaten vorlegen. Das ein oder andere wird Ihnen bekannt vorkommen. Eine Arzthelferin aus der Halle, damit man sieht, dass wir in der Tat in diesem Falle alles dem Zufall überlassen. Bitte schön, hier bin ich. Guten Abend. Herzlich willkommen. Wie ist Ihr Name? Budmi Alexandra. Vorname nur? Alexandra. Alexandra. Und Sie arbeiten hier bei was für einem Arzt? Allgemeinarzt? Hautarzt. Hautarzt, gut. Ja.
muss man auch als Arzthelferin viele Medikamente kennen, aber viele werden Ihnen neu vorkommen. Einige, also ich kenne nicht alles, aber bitte. Einige. Dann suchen Sie jetzt einfach ohne Ansehen 7 aus diesen 500 Medikamenten aus. Waren Sie gerade beim Friseur oder ist das? Ja, war das auf Kasse oder privat, wollte ich nur wissen. Das war auf Rezept, ja. Okay, das ist interessant. Da ist die. So, ich verstecke das gleich hier. Also bitteschön, genau. Und unabhängig, egal was, aus den 500 einziehen. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Noch 3. Bei Hautärzten kann man da. Muss man da viel Medikamente geben? Kann man mit Hautkrankheiten viel machen mit Medikamenten oder eher weniger? Nö, da doch, gibt schon einige natürlich. Okay. So, viele Allergien bei den Kindern jetzt, ne? Naja, wird immer schlimmer. So, danke schön. Herzlichen Dank. 7 ausgesucht. Schönen Gruß an Herrn Doktor. Wiedersehen. Tschüss, Alexandra. 7 Medikamente ausgesucht. Gerhard Berger sagt, Sie können es nicht. Ich darf noch einmal sagen, dass auf keinen dieser Tabletten der Name steht. Also nicht, dass Sie denken, da sind irgendwelche, mal steht eine Zahl drauf oder irgendwelche apokryphen Dinge, aber auf keinen Fall der Name. Hier sind Kerstin Huber und Franz Lackner. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. So, wir haben in unserer Hausapotheke hier bereits ausgesucht. Auch bei euch die Frage, wenn ihr keine Tabletten aussucht, was macht ihr im wirklichen Leben? Seid ihr aus dem medizinischen Bereich? Ja. Was machst du? Also ich bin Krankenpfleger. Mhm. Und du? Krankenschwester. Krankenschwester. Aber ich meine, gehört zu euren Aufgaben, Tabletten rauszusuchen? Machen das die Ärzte? Oder muss man ja sehr vorsichtig sein, da, wenn man sich dafür tut? Die Ärzte schaffen es an, wir tun es raus, ja. Aber ihr würdet euch zutrauen zu sagen, wir kennen die Tabletten besser als die Ärzte. Das würde kein Arzt hinkriegen, was ihr da könnt. Richtig, ja. Gut. Ich sehe, das Vertrauen in die Mediziner ist groß. Weißt du, was für ein Krankenhaus seid ihr? Von den barmherzigen Schwestern in Lenz. Gucken uns da einige zu, Schwestern und Kranke? Das kann schon sein, ja. Also, schon, ja. Drückt euren Jungs die Daumen und natürlich auch den Damen, selbstverständlich. Jetzt geht es los. Ihr seid bereit. So, ich lege also jeweils eine Tablette vor. Sie können selbstverständlich nicht sehen, was Sie zu Hause sehen. Hier ist die erste Tablette. Und ich sage, top, die Wette gilt. Celocat, 5 Milligramm gegen Angina pectoris. Das ist richtig. Dankeschön. Und Tablette Nummer 2. Das dürfte Indomelan-Kapsel 50 Milligramm sein. Antirheumatikum-Gift. Richtig. Nummer 3 sieht leider genauso aus, andere Farbe. Urosin 300 Milligramm, erhöhte Harnsäure. Richtig. Halbzeit. Salomir, 2,5 Milligramm Hypertonie. Das ist richtig. Die
vorletzte. Wegen Gehörsturz. Dolip 250 Milligramm gegen Fettstoffwechselstörungen. Richtig. Und wenn ihr die noch erkennt, ist die Wette gewonnen. Die letzte, 6 aus 7. Kapsel, Trockeninhalation, Atemnot, Asthma, Bronchiale. Richtig! Alle erkannt. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Beruhigen Sie für die Patienten Österreich. Er hat es nicht für möglich gehalten. Ein Wunder ist geschehen, aber. Jetzt. Bei der letzten habe ich geglaubt, es klappt doch noch. Aber. Na, das ist, Sie waren zu sicher. Dankeschön. Auch ihr steht mit in der Reihe, wenn es darum geht, wer ist heute der Wettkönig. Dankeschön, Gruß nach Österreich. Bravo. Danke sehr, Bravo. Franz und Kerstin. Danke, ihr beiden. Und jetzt kommen wir zu deinem Wetteinsatz. Herr Oberbürgermeister ist da. Herr Widder, wären Sie so nett, Gerhard Widder, Oberbürgermeister von Mannheim. Das hier ist der Anzug. Hallo. Und bin ich ja ganz großartig, dass Sie uns das zur Verfügung stellen. Ihr werdet sicher einen bedürftigen Ort in Mannheim finden. Es gibt viele, es gibt Kinderheime, Altenheime, wo auch immer. Geld wird überall gebraucht. Die beiden Zeichnungen von Karl Lagerfeld legen wir noch mit drauf. Und Unterschrift. Ja, Unterschrift. Guck mal, hier einmal. Genau. Wir werden es, was vom Sport kommt, werden wir es der Sportjugend zur Verfügung stellen, die sehr interessante Arbeit hier macht. Der Sportjugend in Mannheim, jawohl. Und wir wissen ja, in Mannheim gibt es den einen oder anderen, der sich das leisten kann. Und das davon wird dann gespendet. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Schön, dass Sie da sind. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für die Sportjugend. Danke. Danke. Wiedersehen. So, und bitteschön. Bitte. Wir sind natürlich ein bisschen spät jetzt schon. Ne? Weil wir sind ein bisschen spät, die Kollegen vom Sportstudio. Aber es ist ja Sportstudio. Es ist Sportstudio. Ja. Aber übernimm doch einmal, damit die Sportfreunde wenigstens merken, dass auch ZDF und Ted Wetten das ein Herz für den Sport hat. Du hast Steffi. Du hast Gerhard. Ja, ich könnte sofort, ehrlich gesagt, aber also dann werden die nervös. Drei Minuten Sport. Drei Minuten ist zu lang. Mich würde nur von Steffi interessieren, wann wir sie dann wirklich wieder sehen. Also Hannover, Februar in der Halle, mit dabei? Ja. Ja? Also das ist im Moment auf dem Plan und ich bin auch sicher, dass es das schaffen wird. Okay, es gibt drei weitere Turniere in Deutschland und vermutlich wird auch da noch ein Auftritt drin sein, oder? Berlin, Leipzig, Gründerstadt. Ja, das jährliche Berlin natürlich wieder im Mai und da fährt sie gerne hin, Hundekehlensee, rot-weiß. Ja, sehr schön dort, ja. Und eventuell Ende des Jahres nochmal entweder in Leipzig oder in Filderstadt. Ja, aber ich will mich da gar nicht einmischen. Nee, Sportstudio erst nächsten Samstag. Ich hasse das, wenn bei Wetten das kompetente Fragen gestellt werden. Das fangen wir erst gar nicht an hier. Okay? Fühlst du dich, pass mal auf, eine Frage. Schau mal, ich bin ein harmloser Knabe. Ich weiß, es gibt eine Rückhand, eine Vorhand. Ich verstehe jetzt einiges von Kniemassage. Fühlst du dich bei so einem Harmlosen wie bei mir eher wohl? Oder sagst du, diese Brüder, die alle Spiele von dir gesehen haben, die alles wissen, die jeden Fehler kennen, Sportjournalisten, die sind ja immer so mit dem Finger. Ist das zwischendurch mal sagen? Das ist natürlich schwer. Ich sitze da, du warst auch bei Herrn Letterman, sagen wir mal. Das ist ja auch so mehr einer aus der Unterhaltungsbranche. Also Sportjournalisten oder Unterhaltungsjournalisten, beide sind dir lieb und nett. Wenn sie blond sind, wollen wir uns so einigen? Gut, das hört sich gut, okay. Danke. Gut. Johannes, und morgen bist du ja wieder auf meiner Seite. Korrekt. Eben, Unterhaltung, Jahresrückblick. Jetzt unseren Wettaufruf. Wenn Sie heute auf die eine oder andere Idee gekommen sind und sagen, gut, sowas fällt mir auch ein, dann haben Sie eine Chance. Schauen Sie mal, was Sie für schöne Angebote kriegen. Hier hatten wir eine Dame, die gesagt hat, sie kann Wassertemperaturen testen, wenn sie sich reinlegt. So, schauen Sie mal. Ja, ja. Jetzt hat sie gemerkt, dass sie auf dem Stöpsel sitzt. Also, das sind Anregungen. Sie lag knapp daneben, aber sie lag zumindest ganz im Wasser. So, wenn Sie sagen, unser Wettaufruf betrifft Sie, dann kriegen Sie hier die Adresse.
Das wäre die ZDF-Adresse. Wetten das? Postfach 4040 55 100 Mainz. Wenn Sie in Österreich sagen, ORF, Z, Wetten das? 1136 Wien, kommt Ihre Wette da an. Und die Schweizer, SFDRS, Wetten das? Postfach 8052 Zürich. So, wir freuen uns auf Ihre Wetten hier für die ganz fortgeschrittenen www.zdf-punkte. So. kann sich ein... Ja, das sind die Adressen. Gibt es für Karl Lagerfeld die Notwendigkeit, sich in den Computer einzuarbeiten? Oder ist das auch so, was man sagen kann? Nein, ich liebe Computer. Ich arbeite viel damit. Ja, ja, doch. Mal, zum Beispiel, wenn man Drucker entwirft. Früher brauchte man jemanden, der 3 Wochen lang an was arbeitet. Das können wir heute in 10 Minuten machen. Ich mache alles mit Computer. Nur die Fotos nicht. Jetzt weil das schon. Noch ein bisschen und gefächert wird auch noch mit der Hand. Das eben. Tue ich noch mit der Hand, aber vielleicht wird es auch einen Computer geben mit Fächerball. Ne? Na, ich bin ein großer Fan von dir geworden, muss ich sagen. Man sagt immer, die Frauen, die mit Mode zu tun haben, das sind alles so... Du bist eine Nette. Also ich meine, das weißt du. Nein. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Sag ich, dann ist sie vielleicht. Und dann bist nicht nachgeschminkt worden die ganze Zeit. Ich schwitze nicht. Alles Natur. Oh, trocken wie ein Brötchen. Wunderbar. So, also, jetzt haben Sie die Wahl, die Qual der Wahl, welche Wette Ihnen am besten gefällt. Das waren alle, die heute in der Sendung zu sehen waren. Sie müssen sich entscheiden, wer ist mein Wettkönig? Karl-Heinz, der Mann mit den Lichtern. Unter Wette Teelicht. Die Hütte hatte keine Chance, das Feuer wurde gelöscht. Wette 2, Feuer. Die Schweizer Buben, die Handwerker mit ihrer Nägelwette. James Bond war fasziniert. Wette gewonnen. Unsere Tanzmädchen. Keine Musik gehört, trotzdem die Tänze am Geräusch erkannt. Wette Nummer 4, tanzen. Es hat nicht sollen sein. Ich habe ihm eine Kniemassage zu verdanken. Du bist und bleibst mein Freund. Wette allerdings verloren. Würfel. Und die beiden, alle Tabletten erkannt. 500 kennen Sie. Wir haben es bewiesen. Wette Nummer 6, Tabletten. Hier noch einmal. Alle Wetten im Gesamtangebot. Teelichter 0137 10440 11 und dann bitte durchnummerieren. Feuer, Nägel, Tanzen, Würfel bis Tabletten 0137 10440 16. Wir warten auf das Ergebnis. Wer wird Wettkönig? So, bei dem grünen Hemd flieht Karl Lagerfeld, aber das macht ja nichts. Also vorgewärmt, ja. Thomas, du hast mich in Teufels Küche gebracht mit deinen Miss Money Pennies. Er wollte heim zum Baby, aber wir haben gesagt, nichts gibt's. Wir haben den Mann in Ketten gelegt und fragen jetzt, wie viel Money Pennies sollte es nochmal sein? Weißt du noch? 22. 22. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich 100 mache, dann kommt er nicht mehr heim. Deswegen habe ich gesagt, okay, 22 reichen. Endlich einmal Mitleid mit James Bond. So. Was machst du? Erzähl mal beruflich. Ja, ich bin gerade Bauingenieurstudent in Karlsruhe. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass ich etwa in 2 Jahren fertig bin mal. Oh ja, bei dem Tempo kein Problem. So, also, das ist dein Beruf. Und jetzt ist die Frage. Ist deine Mutter auch ein Fan von ihm oder Schwester oder so? Überhaupt nicht. Ich muss auch nur dazu sagen, die Wette ist nicht nur von mir, sondern von meinen Freunden. Gemeinsame Wette. Also nicht, dass ich die alle Lorbeeren noch einstecke. Ja, aber woher denn? Nee, also gut, wir wissen, das war eine Gemeinschaftsproduktion. Wo kommst du her? Aus Erslingen, das liegt zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Aber nicht in Schwaben, oder? Ah, das ist noch Baden, an der Grenze. Ah, da haben wir gerade noch Glück gehabt. Ja. So, jawohl. Ja, stimmt. Die Schwaben und die Badener da in dieser Ecke, die bringen einen leicht in Verlegenheit. So, jetzt. Was glaubst du, ist es uns geglückt oder nicht? Ich denke schon, ja. Ja? Ich wollte aber sehen, wie der Herr Brostmann geküsst hat von 22 Jüngern. Ja. Also, da bin ich mal gespannt. Der Mann, der hat die Zigarre gegessen vor lauter Aufregung in der letzten Minute. So, also, schaffen wir es, 22 Miss Money Pennies einmarschieren zu lassen, die alle Pierce Brosnan küssen. Wir brauchen dabei 30 Herren, die Pierce Brosnan festhalten. Also, ich sage top, die Wette gilt. So.
Miss Manire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Chefsekretärinnen. Ich gehe mal hier, das ist sie sind alle reizend, aber hier, das ist so die Chefsekretärsgruppe. Die haben, also, ich meine, welchem Chef dienen Sie? Ich diene der Industrie und verkaufe Waschmittel. Waschmittel? Jawohl. Wie heißt Ihr Chef? Thomas Mora, Bautenschutz in Ludwigshafen. Aha, er ist der Chef. Ja. Jetzt wären Sie nicht hier. Ihr Chef? Professor Radand, Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten. Und er hat keine Chance gegen Sie? Das manchmal. Das zeichnet eine gute Chefsekretärin aus. Aber wenig. Das ist aber klassisch, Miss Moneypenny hier. Sie sind, ich glaube, Sie kennen alle James Bonds von, also unterschiedlich. Ich glaube, wir können uns noch an Sean Connery erinnern, wir drei, gell? Ja? Danke. Na ja, ich, bei ihr war schon Roger Moore, glaube ich. Ja? Nicht, dass ich, okay, bevor ich mir hier noch Feinde im Chefsekretariat mache, nein, sie ist die Echte. Ganz Echte. Ja, ja. Welchem Chef dienen Sie? Dem Herrn Dr. Weitz. Ein Doktor? Ein Doktor. Ein Mediziner? Ein Richtiger. Ja, gut. Wenn Sie tauschen könnten, wenn James Bond Sie sage, ich möchte dich im Geheimdienst haben, würden Sie sagen ja oder halten Sie Ihrem Chef die Treue? Ich halte meinem Chef die Treue. Weiß er das? Ja. Jetzt wird er es erfahren. Wie heißt Ihr Chef? Marquardt von Pentz. Oh, Marquardt von Pentz. Wo sind Sie? In welchem Bereich ist das? Darf ich den Namen der Firma sagen? Das habe ich, wie ich Sie gefragt habe, bleibt mir nicht alles übrig, als es auch so. John Deere. John Deere? Ja. Der Rasenmäher, oder? Nicht nur. Heckenscheren. Ist wurscht. Okay. Sie? Wir arbeiten bei der Sparkassenversicherung, Informatikdienste GmbH und unser Chef ist der Direktor Siegfried Stefan. Gut. So. Also, gut. Es sind drei. So. Wie viele Chefsekretärinnen haben Handtaschen dabei übrigens? Eins, zwei. Ganz wichtig, immer den Büroschlüssel dabei, wenn der Chef nachts irgendwo aufwacht und nicht mehr weiß, wo er arbeitet. So, jetzt kommt er. Oh, hat noch mal ein bisschen Labello aufgetragen, das flutscht. James Bond 007, Pierce Brosnan, er wollte heim zum Baby. Pierce, once. Don, bon, back again. Das ist, jawohl, so. Also, just when I thought I made a clean getaway. Ich habe gerade gedacht, dass ich davon gekommen bin. So geht's. Pass auf. Du kannst. Stay with me. Okay, I stay with you. You stay with me. Yes. One, good night. Two, und zwei, drei, vier. Yes, genau. Oh, Moment, keine Doppelküsse. Nicht, dass er sich vertändelt hier. No, thank you. Wie war denn das? Schön war's schon. Ich glaube, der Chef hat Verständnis. Ihr dürft dagegen halten. Yeah. Ruhig. Genau. Also, okay. Good night. Good night. Ah, hoppala. Darf ich einmal kosten, einmal kosten? Nice to see you too. Und Sie sind auch nicht, von. Well done. I want to see a young man. Hello. Nein, ich meine, es ist Geheimdienst. Ich meine, ist, ihr dürft ja nichts erzählen. Good night. Good night. So. Good night. Good night. That's it. God bless. Thank you. Meine Damen, er ist ein hübscher Kerl, gell? Ein hübscher. Ist das der Büroschlüssel? Guck mal, immer der Büroschlüssel. Ich hab gedacht, dass ihn vielleicht den Pierce den Büroschlüssel so heimlich in die Tasche gleiten lässt. Da kennen wir nichts. Wer ist Ihr Chef? Klaus Pazzani. Hat er schon gemerkt, dass Sie blaue Augen haben? Das hat er wohl gemerkt. Das gefällt ihm ganz toll. Da bin ich auch beruhigt. So, meine Damen und Herren. Das war die zweitschönste Überraschung jetzt vor dem Weihnachtsgeld. Ich darf mich bedanken. Alles in Ordnung, 13. Monatsgehalt? Oder muss ich beim Chef irgendwo vorsprechen? Haben wir alles im Griff. Da. So, jetzt bedanke mich. Das war's. Hätte noch ein bisschen mehr kommen können, gell? Ja, gut. Nein, 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 der Mann wird noch gebraucht. Bleibt noch ein bisschen bei mir. Und wir können nachher mal einen Vergleichstest machen. Also, jetzt ist die Frage, es gibt ihn, jawohl, die Tätentscheidung. Wer ist unser Wettkönig?
Oh, da liegen zwei ganz, ganz gleich auf. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist wer? Die Würfel. Das Feuer. Das Tanzen. Die Nägel. Jetzt wird's eng. Die Tabletten. Und die Teelichter. Unser Wettkönig. Hier. Kommst du wieder, Karl-Heinz? Dankeschön, Karl-Heinz. Und das war's für heute. Hat verloren, aber gewonnen. Ne? Herzlichen Dank, danke, er hat gewonnen. Thomas. Danke. Steffi. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön, Nadja. Dankeschön. Ein buntes Schlussbild. Die nächste Wetten, das sehen wir am 24.01. mit Günter Jauch, Berti Fuchs, Claudia Schiffer und. Hey, ja, dann machen wir. Dann küsse ich mal im Vergleichstest. Steffi, danke, das Knie brennt. Pete Glocke, ich will nicht zu viel verraten. Tom Selleck kommt, Kevin Kline, Genesis, Fleetwood Mac. Ah, also es lohnt sich wieder, sind Sie dabei. Wir sagen auf Wiedersehen. Die nächste Kinderwetten, das, was ganz Besonderes, am 26.12. im Weihnachtsprogramm. Ganz besonders herzlichen Dank an das Publikum in Mannheim. Ihr wart toll. Wir kommen gerne wieder, wenn wir dürfen. Danke und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder bei Wetten, das mit Früchtetraum von Ehrmann.